richtigen Song. Durch eine neue Aufnahme. Ja, perfekt. So, dann fangen wir an. Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken weiter Clash Royale auf dem Free-to-Play-Account. Macht unfassbar Spaß. Jeden Tag Kisten öffnen. Belohnungen abholen. Wir werden jetzt versuchen, wieder ein bisschen weiter zu pushen. Ich freue mich auch schon wieder ganz doll auf die nächste Challenge. Da kommt zwei zeitgleich raus, ne? Drachenjagd und Riesenwut. Bixby wird mich wieder heute ein bisschen coachen. So, auch noch eine Belohnung ab. Sind sogar zwei Kisten? Ich konnte ja einen Tag nicht streamen. Ja! Zwei Kisten. Ich hatte auch so schon mal eine Legendary, würde ich irgendwo dann... Ja, die Luftpost freigeschaltet. Blitz. Und die Seppis. Ritter. Elektrogeist. Und der Bombenturm. Dann gehen wir noch in den Shop. Ich hab immer noch... Oh, nochmal Seppis. Ich hab immer noch das beste... Oh, Knall kaufen, safe. Ich hab immer noch das beste Deck. Wahnsinnig geil. Ey, wenn euch das Ganze gefällt, die Clash Royale für die Play Challenge, gerne den Kanal abonnieren. Auch für was in Zukunft kommt, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Clash Mini, Clash Quest, Clash Heroes, Clash of Clans, alles geil. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt, gerne auch rüber auf den Second Try Kanal gehen, da gehen die Videos von 40 Minuten bis 3 Stunden. Da seht ihr die komplette Geschichte des Free-to-Play-Accounts, hier nur die geilsten Highlights. Also Clankrieg heute und pushen mit diesem geilen Deck, E-Giant Level 10 Ultra Nice. Ihr könnt auch sehr gerne an den Trader Code Trimax denken, damit unterstützt ihr die Streamer sehr und euch kostet es gar nichts. Einfach alle 7 Tage hier Trimax eingeben, auch wenn ihr euch nichts kauft. Sehr, 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 sehr nice. Danke an jeden Einzelnen, der das macht. Wir entmuten uns. Und schauen rein. Wollen wir zuerst zum Einspielen Clankrieg kurz machen? Können wir sofort machen. Ich bin noch in-game. Brauch noch einen ganz coolen Clankrieg reinstarten und dann. Ja, ich gehe rein. Komme ich sofort dazu. Was ist der Sinn davon, wenn ich deinen Gegner in der Challenge coach? Naja, die richtige, also die eine Challenge ist Flobby, Mountain, Big Spin, ein Duell. Das andere Duell ist Fabo, Reapers, Mickey, Chef Strubel, Trimax. Hab ich einen vergessen? Ja. Aber dadurch, dass ich auf einmal das Ultra-OP-Deck hatte, war ich relativ nah an der Dreier-Pro-Fraktion dran, weil ich wirklich reingelackt habe. Spark, stimmt, Spark ist auch noch mit dabei. Wer noch? Jita wollte auch noch mitmachen. Romata wollte auch mitmachen. Ach fuck, ich hätte meine Decks neu auswählen sollen. Scheiße, jetzt habe ich. Ach Digga, bin ich los. Ich habe meine Clan-Kriegs-Decks alle ohne Legendaries gemacht. Ey Max, du kannst dich immer noch für nächste Woche Poké-Ref einkaufen. Echt? Wieso, was ist das Ding? Neo Discovery. Wollte, glaube ich, keiner. Warum? Unlimited? Nee, First Edition. Aber 1000 Dollar halt. Feiert sich das Set nicht so. Ich habe und ich sind da nicht reingegangen. Nee, nee. Also ich finde, das ist die schlechteste aus der Neo-Reihe. Hat bis jetzt immer noch 5 Booster übrig. Sick. Ey, ich spiele einfach mal ein richtiges Deck gerade. Ich habe die ganze Zeit diese Auswahlherausforderung mit Fake-Decks gespielt. Jetzt ist mal hier was Richtiges am Start. Oh, mein Gegner Level 8. Schön. Gerechtigkeit. Hexe, lebe, lebe, Hexe. Ich weiß gar nicht, warum ist der Chat eigentlich mal so gigatoxic, wenn man Clash Royale streamt? Warum? Jo, keine Ahnung, hier kommen ganze Leute in deinen Chat und versuchen uns zu provozieren. Ja, Bandi. Ja, werden ja auch die ganze Zeit gebannt, aber ich verstehe es halt nicht, warum bei Mobile Game alle so toxisch sind. Shit. Oh ne, der lebt, alles cool. Uff, was für ein Hit. Alter, ein Hunter Level 9 gegen den Ballon Level 6, der den einfach one-shottet. Endlich mal jemand auf meinem Level. Wie geil ist das, bitte? So, jetzt bin ich dabei. Wo haben wir's? Hast du gerade echt Chef Strobel in der Draft Challenge besiegt? Ja, klar. Hä, wie früher, wie immer. Wie immer. Hallo. Moin. Moin. Ich bin irgendwie stuck. Ja, bei wie vielen? Wow, was ist ein Half-Counter? Ja, 5-3 ist irgendwie Grenze. Ja, sehr krass. 5-3 ist irgendwie Grenze, die wird heute durchbrochen. Holzen, weil glaubst du niemals. Danke. Du auch nicht. Ja, hab ich ja schon, aber. Okay, so. Ja. Heute 5-5 pushen, aber ist schwierig.
Same. Oh, der ist Level 5 bei mir, das ist schlecht. Ach, same. Hä? Hey, ich bin schon Strobel? Einen absoluten Hardcounter gegen mich, was passiert? Ah, nein, das gibt's doch wohl nicht. Ey, warum spiel ich instant gegen ein 100-0 Matchup? Egal, was ich mache, ich hab's verloren. Zeit für ein Big Play. Oh no. Muss hier noch schnell die Hexe covern mit dem Ritter. Zack, lebt auch noch. Ja, es ist so durch. Ich, das ist so gut gespielt. Einfach gewonnen, der Winmax. Einfach Winmax so gewonnen, aber auch. Wieder Skelette hin. Alle Karten, die er braucht gegen mich. Also wirklich, Mythos. Alle Karten, hä? Wie denn noch? Nee, geht eigentlich fit. Wir sind gar nicht so im Loch. Noch. Ich bin langsam gebrochen wieder. Dave, Streamsniper, du kannst nicht auf 5900 Trophäen streamsnipen. Geht nicht. Klar. Oder? Für mich. Geht? Bist du wie los? Aber du solltest nicht denken, dass jetzt dich jeder streamsnipt. Nein, nein, aber Bro, er hätte wirklich, also er hätte wirklich eins, also wirklich, das Deck hätte nicht besser auf meinen Account geschnitten sein können. Scheiße, okay. Ich dich nicht jetzt. Das ist kein Streamsnip-Chat. Der kommt aus Mexiko, Junge. Mexiko heißt das. Der spielt bestimmt so ein Dulli-Deck. Wie heißt das? Mexiko. Mexiko. Jetzt hab ich, was ist das hier für ein Deck? Ist das ein richtiges Deck? Hä, wieso ist deine Karte Level 11? Der Ritter Level 11, Junge. Du dachtest, das war sein Hauptdeck, aber das war erst die Vorspeise. Jetzt kommt der Scheiße, Spaß. Scheiße, eben war echt schlecht, was er da hatte. Guck mal, das Level 6 Mega Mini kitzelt den. Hey, what the fuck? Was ist denn das jetzt? Kobold cool, Level 6. Hör auf, meine Karten auszulachen, Alter. Warum ist eigentlich einen neuen Button von Twitch für 250k nicht? Hm? Twitch hat, glaube ich, gar keinerlei Rewards in irgendeiner Form in der Richtung YouTube. Ach, er hat noch ein Holz auch noch. Ich kann ja gar nichts machen. Keine Schnitte habe ich da, oder? Habe ich eine Schnitte? Nee, also du hast weder. Ich hätte an der Stelle auch keinen Bock, aber du hast auch keine Schnitte. Also beides ist schwierig. Mein Feuerball ist Level 4. Ich kann keinen Schaden machen. Level 4, Alter. Nee, Level 5. Wir haben alles upgraded. Ja, okay, das. Ich auch. Ja, das war's jetzt einfach. Geiler Play. Ja, er macht das gut. Er ist ein Competitive-Spieler. Guck mal, wie er spielt. Er ist eine Maschine. Der geht. Guck mal, ich mach keinen Schaden. Feuerball passiert nichts. Ja, stimmt. Es passiert einfach echt nichts. Ist einfach jetzt vorbei, das Spiel? Das ist die Platscher von Capodo in Clash Royale. Hey, Mann! Geil. Was passiert einfach nichts. Du hast völlig recht. Ich hab verloren. Kann der meine Kobolde one-shotten, der Ritter? Digga, der Ritter ist einfach zu Mini-Packer geworden. Ach, was heißt Mini-Packer? Das ist ein Packer. Guck dir die Hits am Turm an, das war ein Hit! Chillig. Unlucky. Reicht halt nicht. Oh, no way, verlieren wir das jetzt. Ja, Max. Also ich würde jetzt noch Hoffnung geben. Aber es gibt keine Hoffnung. Guck mal, der Football. Es stirbt immer noch nicht. Ja, ja. Hä? Ey. Schwierige Angelegenheit. Junge. Ich hasse mein iPad. Ey, warum werden Sachen bei mir gespielt auf meinem iPad, obwohl ich das gar nicht will? Virus. Einfach den Klon ins Nichts gespielt, Mann. Weil es ein Holz verplaced. Absichtlich? Wie günstig ist denn sein Cycle, Mann? Der ist so uncool. Der ist so uncool. Verloren. Jetzt habe ich nur noch Trolldecks, ne? Du hast noch eins? Zwei über. Ja, beides. Ich habe zwei Trolldecks jetzt. Ach, du hast schon, du hast eine vier Gebäudedeck, ne? Schweinereiter Level 2. Ey, der Gegner bis. Vielleicht sollte ich mein iPad einfach in zwei Teile brechen. Mach das nicht, Herr Schobel, das kostet nur Geld. Ja, es ist unnötig. Ich ziehe immer meine Einheiten übers Tablet und die werden einfach irgendwo random auf meinem Dings gespawnt.
Macht gar keinen Spock, so zu zocken einfach. Spock. Star Trek, zu viel Star Trek geguckt. Ey, dieses fucking Blitz-Mittel-Game, Alter. Ich muss das gewinnen. Ach, Kanone Level 4 sackt doch, oder nicht? Ja. Aber Giant Level 6 sackt auch! Na, das zeigt mir wie nein, Mann. Oh mein Gott, das ist ein sehr. Das Game ist jetzt hier richtig intens. Ah, der hat Sparky. Das war's doch. Du dagegen? Du hast doch Lightning, oder? Oh. Na, du Pfeile. Ich vorbei. Das kann sein, ja. Oh mein Geil. Gott. Geil. Die surrounded. What? Surround mit. Wieso stirbt nichts? Wie ist jetzt mein Kobold gestorben? Was machen die denn? Ach, come on, welches Level sind denn die scheiß Drecksviecher? Aber du hast verteidigt bekommen. Der Gegner hat 2 DX mehr als du, aber du hast noch guten Schadensvorteil. Ja, soll ich das nochmal verteidigen? Das ist noch eine gute Frage. Junge, die Leute sind so dumm. Aber die ist so Level 7. Die ist weg. Ja. Oh, die ist abgekratzt. Geil. Das ist gut. Komm schon, ich will das gewinnen. Das schaffst du. Auf geht's, Junge. T-Max. Man sieht, er ist Main-Expo-Spieler. Hat man gesehen. Alle Karten sind Shit außer Expo. Dafür hasse ich ihn doppelt. Ja. Ja, stimmt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir müssen nur ein bisschen Double Elixir durchhalten. Ich bin in meinem intensesten Game des Tages heute jetzt gerade. Hoffentlich verlierst du. Sicker Schwein, ich wusste, dass das gut ist, aber so gut nicht. Der Magier Splash permanent. Das war so klar, dass er den Move macht. Wie hier. Oh, hast du Lightning? Klar. Oh, der ist so geil, Max. Du gewinnst ja wahrscheinlich damit. Tun. Alter, Max, du hast einfach gewonnen. Pass auf, dass du deine Liken nicht bockt mit dem Mini-Horde. Okay, nee, er hat nichts. Du hast einfach gewonnen, Max. Holy shit, wie geil. Wahnsinn, Wahnsinn, mit so einem Drecksdeck. Dass du dieses eine Kobold fast so gespielt hast, wie du es gespielt hast, das war so key. Fucking geil. Oh mein Gott. Let's go. Einfach der Arme. 1400 Gold, aber auch fucking earned. Ja, earned. So, jetzt noch Sudden Death mit meinem Trolldeck. Oh, was hat der Händler anzubieten? Ist irgendwas gut? Nee, ne? Ich könnte Minions. Nee. Sudden Death mit dem Todesscheißdeck. Let's go. Yes. Okay, nice. Ja, yeah, auch so eine Scheiße, beide einfach nur Hütten Level 6. Das ist ja nur gegen Elend. Wie geil einfach. Aber das Geile ist, du hast die ganzen Karten durch diese eine Level-Up-Session auf Level 6 schon mal. Ja, immerhin schon 6, ja. Das ist Book of Cards. Das ist ein Book of Cards. Damit kannst du eine Karte, je nachdem welcher Seltenheit die du das Buch hast, auf das nächste Level direkt bringen. Also alle Karten hast du dann dafür. Wenn du zum Beispiel Level 12 hast... Ich bin das gleiche Deck! Hä? Ihr habt echt fast das gleiche Deck. Da kann ich ja die Mutterhexe gleich maxen, oder? Ich hab auch einen Inferno-Turm. Warum nicht? Weil du kein legendäres Book of Cards hast. Das ist der normale, oder? Welche Seltenheit hat es denn? Das... Blau. Ja, dann gewöhnlich, ja. Das du kannst die Common Card upgraden, das kannst du zum Beispiel mit Earbobs oder so oder mit Pfeilen. Digga, was geht hier ab? Alarm? Ey, was? Alarm, Alarm? Alarm? So Schwanzbuck auf. Alarm, Chef Strube, wenn ich Alarm sage, ist meistens Alarm dann. Auch. Schwanzbuck. Das fand ich auch gut. Hat mir auch gefallen. Junge Akame, Digga. Ach, Digga, er kriegt zu viel Value, ne? Oder bin ich los? Wie, du hast 7 Millionen Kobel auf dem Feld, was für Value? Er spielt ein Barbell, aber egal. Du kriegst jetzt 7 Barbaren noch auf dein Feld. Jetzt hast du Ballon und du hast gefühlt gewonnen. Das ist irgendwie gut. Guck mal, der Magier überlebt. Der macht zwar irgendwie nichts, weil er Level 5 ist, aber es reicht halt für Level 4er Einheiten. Stimmt.
stimmt, ist gut. Gereinigt. Der Schwanz. Ja, du hast Gefühl gewonnen. Glaube ich nicht, ne? Digga, das ist ja so ein geiler Clan-Krieg, Mann. Das ist, kann nicht sein. Alter, das, also das Spiel. Was geht denn ab? Mir sind fast die Augen ausgefallen. Holy shit, Mann, das ist das schlechteste Deck EU. Ich krieg so viel Gold dadurch. Aber sei es einfach noch schlechter. Okay, jetzt haben wir die ganze, den ganzen Troll-Fun durch. Jetzt geht es. Jetzt kannst du gleich mal dick wursten gehen, Max. Ans Eingemachte. Schwierig. Jetzt geht das. Jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt wird getryhardet. Bigspin und ich gehen fürs Coaching. Ein Channel nach unten und starten die Streamübertragung. Ich komme immer wieder hoch und update euch. Und ihr kommt auch mal wieder rein und updatet. Okay. Alright. Bis gleich. Okay, let's go. Bildschirmübertragung. Startet. Sauber. Zack. So, Chat, ich gucke ihm jetzt ingame zu. Warum? Weil wir dann das gegnerische Elixier und so weiter besser überblicken können. Das heißt, wir jetzt alle Elixier brauchen, um hier Erfolg zu haben. Das ist durch. Das ist durch. Sowas wäre geil. Mortner hat gesagt, ich schaffe niemals in meinem Leben 5-3. Der Junge kennt dein Deck noch nicht so ganz, glaube ich. Boom! 5-3 würde ich fühlen. Wenn Platz 1 Global sagt, wir schaffen nicht 5-3 und dann schaffen wir 5-3, würde ich fühlen. Kriegst du ihn. Let's go. Okay, was ist Mutterhexe. Genau, Mutterhexe, ja, easy. Okay, ist vermutlich Lockbait, das heißt, du hebst dir erstmal Nado auf. Mhm. Okay, ist mega Ritter. Dann Holzfäller und Eismagier rein. Eismagier ist hinten und der Holzfäller. So, beides. So, auch gut. Passt. Nichts mehr spielen? Nichts mehr spielen. Tatsächlich, oh mein Gott, ich hätte noch so ein Tornado und eine Skami gesetzt. Ja, der Eismagier ist ja echt ein Motor. Oh, was der Mega Ritter Level 11! Wenn der springt, ist alles gut. Passt, dann kannst du Sparky hinten bringen. Aber Mega Ritter Level 11 ist ein bisschen heavy, oder? Gegen Turm Level 8? Ja, aber der Typ hat jetzt keinen Mega Ritter mehr im Cycle. Das heißt, du kannst eigentlich den jetzt ziemlich punishen. So, jetzt spielst du gleich davor den E-Giant. Ja. Die Seppis, Mann, die Tornado-Action des Todes, Seppis, ne? Nado zu jetzt. Oh, der Nado wird so huge, Mann. Let's go. Oh Gott. Egal, der ist außerhalb von Range, oder? Nein, nicht ganz. Schade. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott! Okay, das ist übel. Hast du Mutterhexe? Ja, aber ist doch schon spät, oder? Ja, ist schwierig jetzt. Rechtzeitig gespawnt. Du kannst doch mal zappen. Will ich auch. Darf ich aber nicht. Hallo. Die ist echt sick teilweise. Ja, nice. Okay, der Typ hat Seppi. Ja, danke, ja. Oh mein Gott, die Liste geht wieder los. Erstes Deck schon Counter. Die Liste. Ja, Holzfäller und dann Eismagier. Das wird ein Problem. Jetzt? Ja, jetzt hast du ein Problem. Du kannst dagegen nicht spielen in deinem Deck. Kam hier rein, genau. Ich muss E-Giant setzen, der holt uns nicht zu tun. Ja. Letzter Push schon. Das könnte jetzt echt Krise werden. Da würde ich jetzt gleich Nade tun. Ja, okay. Kannst du auch so machen, passt. Nice. So, jetzt einfach Holzfäller davor erstmal an der Brücke. Warum an der Brücke? Ganz einfach, weil der Gegner muss jetzt irgendwo mega. Ja, der hätte schon früher spielen müssen. Jetzt geht ja so viel Mega-Ritter-Value. Er nutzt sie aber nicht. Der läuft, ja, die wird rausgedrückt. Ja, okay. Schwierig. Oh Mann, das soll das. Das wirst du nicht gewinnen. Er hat über den übelsten Konter gehabt, holy shit. Ja, warum denn? Warum? Wer spielt denn schon wieder Seppis und Elektromagier? Das gibt's doch nicht. Das war doch gestern auch schon den ganzen Tag. Und dann wieder Mega-Ritter und Inferno-Dragon. Das ist doch dumm. Sein Deck muss Meta sein. Es muss Meta sein, weil das jedes fünfte Matchup das Deck ist. Elektromagier, Seppis. Oder noch ein Elektro-Dragon. Oder noch ein Lightning. Leute spielen 4. Scheiße, Alter. Das ist das erste Game. Das ist doch Überfrust. Egal, weiter geht's nicht hinten. Ja, natürlich geht's sofort weiter. Klar. Stay strong. Aber mir ist wichtig, dass die Liste existiert. Schokodonut ist da sehr gut, Schokodonut. Der macht schon die Liste. Wann wir Matchup haben und wann nicht. Schnell! E-Giant hinten kam nichts. Ja, ich hab bei mir leck gerade komplett mein ganzes iPad. Okay.
Level 12er wieder, ne? Ist wieder immer auch Packer. Jedes zweite Game ist auch Packer 12. Da, also, da einen Agent reinzusetzen, ist natürlich, das hatten wir ja schon mal, ist nicht so smart. Ich kann keines Geld in Army setzen. Spiel's vorbei. Ja, das kannst du heute spielen, dann Sparky. Oder musst du, besser gesagt. Ja, du wirst den Turm fallen lassen müssen. Spiel ja, klar. Hinter deinen King Tower. Der Sparky ist nicht so schlau, weil das Comet X hier. Er hat Zap gesetzt. Ja. Nee, du hättest du besser timen müssen. Naja, ist geraged, alles cool. Okay. Der ist zu sterben. Er hat auch wieder Zap, ne? Packer Zap wieder, ja? Das ist mir. Ja, ja. Aber alles gut, alles chillig. Wir kriegen das hin. Du musst dich in den ersten Games erstmal so richtig schön knechten lassen und dann. Dann beginnt der. Das ist jetzt die Warmmachphase. Jetzt, Bruder Hexe hinten? Eismagier oder nicht? Ist doch besser. Kannst du auch machen, aber. Ja, beides okay. Okay, Packer wieder. Jetzt kannst du Agent rechts Brücke. Das ist ein krasser Play, der ist neu. Der ist neu. Er hat ja nicht so viel dagegen gerade gezeigt. Vielleicht hat er. Ach, Mini, Digga, also okay. Ja, Mini Packer, Packer Sam! Ja! Oh mein Gott, das ist es wieder! Oh mein Gott, Pixel, du bist der beste Mensch auf der ganzen Welt. Das ist so gut, dass du dabei bist gerade wieder. Das ist so geil. Oh mein Gott, das habe ich den ganzen Tag. Sepp und dann Dings, Ravi. Mini Packer, Packer Sepp. Ja, Tornado und Sepp hat er. Oh mein Gott, das ist so ein Segen. Alter. Das ist so gut. Alter Lachs. Das ist so echt gut. Nichts, was ich dir wünsche. Oh, ist das wichtig. Das ist 2-0, die Liste wird weitergeführt. Hast du Spaß? Packer, Mini Packer, Sepp Tornado war der Gegner. Ist geil, macht Laune. Genau deswegen pushe ich gerade nicht, weil einfach, du wirst weiter droppen, Max. Du wirst noch unter 5. Nein, wird er nicht. Was da Never. Ist das doch, Never. Doch. Max ist übel kacke, deswegen. Ja, ist nicht Dominik. So. Ich bin höher als du, glaube ich, im Clan, oder? Was bist du? Mach mal die Augen auf. Ich guck mal, Big Spin. Ey, war wie schlecht. Und? Ja, du bist kacke, das ist das Problem. Ja, du bist doch beschissen da. Ja, jetzt Mutterhexe hinten. Ja, Mutterhexe hinten passt. E-Giant okay. Direkt davor. Nee, erstmal warten. Warten, was er hat. Kannst gleich Holzfäller spielen. Genau. Okay, nice. Kannst du zappen? Wen? Ja, die ist. Du hättest den Magier zappen können, dann hätte die Mutterhexe noch überlebt und der Holzfäller wäre direkt ans Pickel gegangen und du hättest dann noch. Oh, Level 13 oder Level 2 Spiegel. Nee, du das? So, an Turm, an King Tower kannst du. Kann ich das? Holz? Boah! Ja. Nee, also ein 13er geragter Holzfäller, dafür bin ich nicht ausgebildet. Ist nicht so angenehm, das stimmt. Ach, der Packer wieder. Aber ist okay, du hast Skami. Spiel die so ein bisschen mittig, ja, genau. Ah, Sepp hat er. Kannst du noch Holzfäller reinspielen? Ja, so. Sepp, Packer, Holzfäller, wieder das gleiche. Im Kopf behalten. Das Deck ist dumm. Also das Deck ist geil gegen Elite-Barbaren und Lockbait und den ganzen Spam-Scheiß ja, und gegen Tanks, aber nicht gegen Packer, Mini Packer, Holzfäller, Sepp, Elektromagier, Elektro-Dragon. Man muss aber auch sagen, du hattest zwei sehr, sehr unglückliche Starts. Das ist ja egal. 13er nee, Goblins. Ja, okay. Erstmal hier rein, genau. Okay, jetzt wartest du kurz. Er hat Bomber, dann kannst du deine Mutterhexe hinten spielen. Warum haben die jetzt so hohe Decks? Warum ist was mit den Level passiert? Hier waren noch immer Level 10 und. Ja, ein bisschen Pech hast du jetzt. Jetzt kannst du E-Giant da reinspielen. Jetzt habe ich schon Holzfäller wieder gespielt. Auch okay. Schön. Was jetzt? E-Giant? Ja, du hast die E-Giant in Rage spielen können, ist aber okay. Die Hexe. Oh, ich wusste nicht, dass der so lange Alarm macht. Bisschen. Jetzt E-Giant hinten. Oh, E-Giant hinten ist fatal jetzt. War zu spät, ich laufe voll weg. Volllauf setze ich ein, das weißt du. Ja, dann musst du einfach den Sparky hinten setzen. Den Turm verlieren wir. Ah, was ist das denn? Wieso meine Skeleton Army den nicht getötet? Weil die Level 11 ist. Und meine Skeleton Army ist Level? 8. Sparky hinten, genau. Ich hab die perfekte Skeleton Army da reingesetzt nach dem Connect. Das war wieder so strong einfach, aber ist scheißegal. Okay. Gut. Guck mal, wie tanky der Bogenschütze ist. Ja, Tür spielt einfach Arena 1. Der kannst du die Hexe einsetzen. Oder Hexe schön weit nach vorn. Genau. Das wird eigentlich jetzt ziemlich nice für dich werden.
Oh, guter, guter, guter Eismagier. Let's go. Schöner Sepp auch. Sehr, sehr stark. Ich schaffe einen E-Giant nicht. Ich muss jetzt einen Holzfäller machen, oder? Holzfäller, ja, der stirbt dann. Nado das ganz zusammen. Zu spät. Hätte da einen geilen Nado gespielt. Ist egal. Passt immer noch, aber... Oh, böse, das Scheiße, dass der Nado wäre der Play des absoluten Grauens gewesen. Ja, ja, das wäre heftig gewesen. Oh, liebt alles. Ist gut. Was ist denn das auch für ein Level? Da gehen wir. Wir gehen. Wieso spielen wir? Wir müssen viel schneller realisieren, das Level und das nächste Game machen. Und der Bomber macht einfach... Der pusht durch meine Truppen. Holy shit. Holy shit. Warum? Alle waren Level 9 und 10. Warum sind die jetzt alle auf Level 12? Ja, weil die gerade Bock haben. Die haben Bock, dich zu brechen, aber du musst dir widerstehen, dann bekommst du gleich leichtere Gegner. Okay. Okay. Aber wie kommt das zustande? In 2 Tagen Unterschied, 48 Stunden später ist auf einmal alles anders. Ich hatte die heute auch am Anfang, hab die ganze Zeit ins Gesicht bekommen von denen. Da kannst du einfach, genau, Eismagier reinsetzen, es passt. Okay, der hat auch nur Level 9. Hexe. Das ist schon mal gut. Kannst du deine Hexe jetzt einsetzen an der Brücke? Du hast ja die Skami. Mhm. Ja, kein Bubble mehr, super gut für dich. Jetzt gleich instant, jetzt, ja, okay. Nicht so früh vielleicht, weil jetzt kann er noch reagieren, aber es ist okay. Zeppis, Alarm. Alles gut. Kann Sparky hinten Sparky spielen, hinten. Sparky hinten, genau. Ja, perfekt. Wenn du jetzt Glück hast, überlebt sogar das Vieh da. Na, schade. Tut er. Ja. Jetzt muss der Gegner was spielen. Ich denke, er wird jetzt Megaretter reinspielen. Holzfäller davor, Holzfäller davor. Er hat nicht Dings, er hat nicht beides. Er hat Megaretter. Der hat den Holzfäller und Elite-Barbaren. Falsch. Was? Oh Gott, er hat's. Max, hör auf mich. Elite-Barbaren und Megaritter? Das ist ein Beta-Deck, ja. Kann ich King Tower anmachen? Nee, du hättest versuchen können, wenn du den Eismagier oben gespielt hättest, ihn dann herangenehmt hättest. Okay. Dann hätte es wahrscheinlich geklappt. So musst du ihn runterfallen lassen. Den kann er runterfallen. Oder Hexe hinten hinter deinen Turm. Ja, am besten andere Lane. Connecten lassen und Skeleton Army. Nee, Skami, nein, das wäre doch Overkill. Ist zu viel Damage. Der kommt gleich der nächste Megaritter One-Shot tot weg. Okay. Spark hier hinten links. Elite-Barbaren und Megaritter wieder. Ja. Da musst du Holz versetzen, genau. Stirbt weg, ist einfach weggestorben, nichts gemacht. Kannst du ihn nadeln? Seppis gegen Sparky. Wieder Seppis, wieder. Wo ist Level Seppis? Seppi Megaritter, wieder. Ja. Was ist, wenn wir da einfach ein Deck bauen? Wenn wir von unserem. Vielleicht muss ich irgendwie was selber rausnehmen und selber einen Megaritter spielen. Oder irgendwas wechseln. Also, du hast ja gerade nicht verloren, weil du. Vielleicht gespielt hast. Oder weil du. Aber Seppis Megaritter Elite-Barbaren. Ja, aber du hast ja im Prinzip verloren, weil du einen Holzfäller eingesetzt hast, obwohl ich dir gesagt habe, du musst den Megaritter, der hat den Megaritter. Dann hätten wir das gewonnen? Hätten wir, also wir hätten unsere Wahrscheinlichkeit um 10-20% erhöht, das zu gewinnen, aber... Ja, das reicht ja manchmal. Okay. Okay. So, was kann der? Ich würde erstmal warten oder Eismagier hinten. Ja. Sparky hinten links. Ja. So, jetzt kannst du... Okay, das ist jetzt interessant. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt E-Giant auf der linken Lane einfach davor spielen. Du musst ein bisschen... Du musst so stumm spielen, wie du es vorher auch gemacht hast. Ja, E-Giant davor. Anmachen? Lässt du durchlaufen. King wird nichts bringen wegen der Hexe. Dings anmachen. Skeleton Army anmachen? Rechts gegen die Hexe, dass sie schnell stirbt. Kannst du machen, aber die Hexe splasht jetzt. Reicht aber trotzdem, nice. Ach, Digga, das ist eher nicht für einer. Hunter. Egal, du holst aus einem Turm. Passt. Bei den Turm. Nice. Du wirst sogar noch mehr Schaden als er machen am King Tower. Außer er läuft, okay. Und trotzdem. Wird trotzdem noch guter Damage. Okay. Jetzt kannst du Eismagier oder setz mal die Mutterhexe ein. So im Knick mäßig. So machen wir. Okay. Oder? Ist halt von der Mutterhexe okay? Gegen Hexe? Ist in dem Fall okay. Also klar, jetzt kannst du es so machen, aber du hättest auch
meiner Meinung nach nur die Hexe einsetzen können. Den Eismagier ein bisschen verschwendet. Aber jetzt kannst du Agent reinsetzen. Agent, schnell, schnell, schnell. Mutterhexe überlebt. Das ist wichtig. Ja, ist immer gut. Sparky hinten oder noch Holzfäller rein? Sparky hinten. Ja. Das ist Damage, der da mittlerweile kommt. Nice, er kann selber kein Reset. Kannst du Mutter- oder Holzfäller vorspielen, genau. Holzfäller. Dann kannst du wieder Mutterhexe einsetzen und dann hat sich das eigentlich erledigt für ihn. Was ist dein großer Zauber? Der hat keinen, der hat nur Holz. Jetzt kannst du E-Gen einfach reinsetzen, den ganzen Lachs, genau. Jetzt muss er da eigentlich den Mega-Ritter drauf klatschen, kann er aber nicht so richtig, weil er musste den E-Gen noch verteidigen. Er macht's trotzdem, aber jetzt hat er den E-Gen im Gesicht. Nice, nice, Anedo. Ultra nice, Anedo. Nice, Max, let's go. Lebt einfach. Guck mal auf den King Tower, der ist fast down. Super nice. Super, super, super nice. Let's go. Und jetzt? Jetzt spielst du den nächsten Agent gleich einfach rein. Agent wieder Brücke, so wie du es eben auch gemacht hast. Ganz nice. Hauptsache die Einheiten gehen drauf. Oh mein Gott, GG. Oh, der Hunter wird ihn aber wieder aufpassen. Nado bringen. Ah, das ist so dick, aber. War der gigabeschissenste Nado aller Zeiten. Richtig. Überstarker Sepp von mir auf Mega-Ritter. Ah, kommt nicht durch. War trotzdem geil. Also du hast Glück, dass der Baby den überlebt hat. Kannst du da Sparky spielen? Oder E-Gen defensiv musst du machen, ja. Der Hunter und Mega-Ritter macht mich gut nass, ne? Ja. Der hat mich schon mehrmals weggekillt, einfach so. Der Hunter macht halt super viel Schaden pro Shot. Das ist genau das, was du brauchst, wenn du gegen E-Gen spielst. Nee, bist du weg. Geht nicht. Vielleicht habe ich es noch da. Muss selbst. Verloren. Wie viel Damage macht sein? Ist durch. Ist durch. Nicht bekommen. Mega Ritter und Hunter. Der Hunter hat meinen E-Giant so auseinandergenommen. War beides Level 10. Geiles Game, aber den 3 Crown. Ich weiß nicht, was ich da durchkriegen soll. Ja, es war. Da kommt schwierig. Nichts mehr. Ich habe auch keinen großen Zauber oder irgendwas. Aber das war immerhin schon mal ein gutes Game so. Von der Art. Ja, das war immerhin schon mal ein Game. Senior Barbosa. Was kann er? Sparky ist auf der Hand. Erstmal Eismagier setzen in die Luft. Ja, Eismagier. Sparky einfach rein. Und jetzt erst? Ach was, hä? Nado? Nado, einmal weg vom Turm bitte. Du hättest ihn auch einfach in den Sparky reinnehmen können, dann wäre die Bombe jetzt. Wollte ich auch machen. Oh, Inferno Jank immer böse. Ah, die ist noch nicht im Turm. Cocky Zap kommt nicht durch. Eismagier rein. Wir liegen mit 9 Elixier hier hinten. Nee, es sind nur 5. Kann mein Turm. Okay, Schwierigkeiten hat er. Was hat er gespielt? Giant Skeleton. Ja. Giant Skeleton Baby Jing. Okay. Okay, das ist fein. Wieso hatten wir da keinen Nado auf der Hand? Einfach Pech, weil ne? Weil du den vorher irgendwie komisch rausgespielt hast. Ach stimmt, musste ich dagegen machen. Sparky? Ja. Und davor kannst du im Grunde jetzt einfach E-Giant hauen. Er hat nichts, das nichts Gutes. Was? Klar. Schaffen wir das zeitlich? Ja, ja. Sauber. Bisschen nervig nur das Clash jetzt, aber... hat er schlecht gemacht, dass der Sparky nicht angegriffen wird. Ja. Okay. Kriegst du noch gedeft? Ja, nice. Ja, das war strong. Das war gut. Mutterhexe hinten. Sparky dazu, ja. Sie. Ja, genau. Kannst jetzt E-Giant reinspielen.
Oh, der Agent wird so saftig. Ja, Problem ist, du hast den ein bisschen... Du musst den Agent so spielen, dass der Inferno-Ding auch direkt Okay. Tippt. Oder der Inferno-Ding. Der dieser scheiß Baby-Ding nimmt mich richtig böse auseinander. Ist dir das bewusst? Ja, ist mir klar. Wolltest du da rein? Der Turm ist weg, der Turm ist weg. 20 Sekunden noch, Spiel vorbei. Alle Drachen in der Luft. Übel durch. Kann man gewinnen? Ja. Kann man gewinnen? Kann man gewinnen? Kann man gewinnen? Auch wenn es undankbar ist, aber kann man gewinnen? Ja, auf jeden. Auf jeden. Hey, warte mal, was ist das? Wir haben vor 48 Stunden gepusht und waren fast bei 5. Wir waren sogar bei 5-2, ne? Ultra sick, waren fast ganz oben. Dann hat Morten und Chef Strubel gesagt, heute kann man nicht spielen, heute ist Albtraum. Macht ja eigentlich keinen Sinn, wir sind ja später in der Season, ne? Und jetzt fangen wir an zu pushen und machen eine 7er Losing Streak. Ich kann das. Glauben. Ich aber wieso ist das so? Warum ist an manchen Tagen ist chillig und an manchen ist ein Albtraum? Das hängt auch von deiner Tagesform ab. Du machst heute nicht das, was du vor 2 Tagen gemacht hast. Vor 2 Tagen hast du einfach Sparky hinten. Vor 2 Tagen habe ich gegen Elite-Barbaren Level 10 gespielt. Jetzt spiele ich gegen Packer 13. Ja, aber es ist auch schon wirklich. Glaub mir das. Wenn du wieder deine alte Form zurückfindest, dann gewinnst du hier auch wieder. Aber wie viele Free-Wins hatten wir denn? Wir haben Games gehabt, wo ich nichts machen muss. Wo sind die? Ja, die sind jetzt nicht so ganz mehr am Start, aber die kommen vielleicht wieder. Aber warum haben dann Morten und Chef Strubel das gleiche Problem? Ich hatte es nicht. Du nicht? Okay. Aber Morten und Chef Strubel, es ist halt, du hast das Problem, also man hat das Problem grundsätzlich, dass man halt immer irgendwo zwischen 5 und 5-2 pendelt. Ja. Du brauchst halt einen guten Run und vor allen Dingen brauchst du so das gute Mindset. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, okay, da, was ist das denn? Eismagier rein? Und Nado einfach? Nado, ne? Ja. Oh, er setzt sogar noch. Ne? Nice, er setzt sogar noch. Pass auf, dass er keinen Freeze hat. Halt nochmal Holzfäller gehabert. Falls er da was... Ne, macht er nicht. Okay, nice. Gut, dann kannst du Sparky hinten spielen. Du hast den XC-Vorteil. Da ist mich gespannt. Was hat er? Okay, nice. Der ist einfach durchlaufen. Ich krieg keinen E-Giant rein. Wie schaffe ich denn einen E-Giant noch zu kriegen? Setz mal... Holzfäller davor. Und wenn er jetzt eine Karte spielt, spiel die nicht groß, spiel die Mutterhexe rein. Mutterhexe. Ah, Ibus, Digga, what the fuck. Ich geh voll. Ich geh in die Vollen, weil ich möchte, dass der Spark überlebt und die Skeleton-Army kommt davor. Das habe ich schon öfter gemacht. Ja, er hat seine auch noch, er wird jetzt seine reinspielen. Kann ja, er machen, meines Garage, alles cool. Ist es, das ist es. GG. Ja, GG noch nicht, aber. Sieht sehr, sehr gut aus. Das habe ich schon öfter gemacht, wie ich mit einem. Wie ich mit einem ersetzten E-Magier direkt an der Brücke in mein Stuff rein. Ja. Und habe ich nicht. Lange nicht überlegt. Nein, ich meine dann einfach Skarmi. Ah ja, genau. Ich setze Skarmi an die Brücke rein und dann tötet den Elektromagier. Weil der Elektromagier dann zwar durchgehen, aber er tötet nicht sofort. Ja. So, da kannst du deine Mutterhexe bringen. Und jetzt noch Nado. Ja. Sauber. Jetzt wieder Sparky hinten. Ja. Und dann Sepp ist raus, schön. Hat er einen großen Zauber? Bisher nicht gezeigt, nee. Okay, da kommt der Mega-Rotter, gut. Den hast du. Safe. Ist das der erste Win heute? Das ist der erste Win heute, ja. Let's go, ab jetzt noch bergauf. Alter, es ist so satisfying mit einem Sparky-Shot zu gewinnen, ne? Ja. Gut, jetzt muss die Winning Streak losgehen. Sauber. Genauso kann es weitergehen. Jetzt mag ich jetzt wieder so. Da. Und wir haben einmal mit dem Sparky gestartet. Bisschen komisch, oder? Ja, wobei doch wir hatten schon Sparky Starts, aber wir konnten nicht hinten spielen. Aber selber. Du hast eben in dem Game dazu, glaube ich, Sparky sogar. Ja, okay. Ich muss einen Holzfäller dazu setzen. Ja. Sparky dazu. Der ist geslowt, das ist gut. Ja. Der ist sogar übel, die ist tot.
Sehr gut, das Buggy tankt. Jetzt kannst du das durchlaufen lassen. Aber sehr bereit halten. Ja. Nice, guter Sepp. Ultra guter Sepp. Okay, hat auch einen Pass. Scheiße. Spiel deine Mutterhexe, Mutterhexe hinten. Mich so über meinen Sepp gefreut. Ich das ist noch nie so ein Shot connected, dass ich einen perfekten Sepp setze und dadurch habe ich einen Vorteil. Kam noch nicht. E-Giant davor? Ja. Musst du aber aufpassen wegen der Mutterhexe. E-Giant ein bisschen genau versetzt. Perfekt. Ja, auf den Mega-Ritter. Okay. Guter Nado. Oh mein Gott, Digga. Der Nado hat dafür gesorgt, dass diese eine Pilke dort spawnt. Und du einfach seinen halben Turm bekommst. Okay, jetzt Eismagier. Oh, das wird schwer. Eismagier Skami oder so. Oder Eismagier Holzfäller, geht auch. Ah, oh, fuck, ist übel verkackt. Ist auch okay, passt. Also, ja, der Sepp war scheiße von ihm. Dein Sepp war gut. Meiner war gut, nicht connected ist nice. Das muss reichen vom Slow. Ja, reicht. Also ist ein bisschen Schaden, aber ist okay. Ich brauch unbedingt Türme auf 9. Ja, das brauchen wir alle. Holzfäller, genau. Nado, okay. Sehr gut. Kann nicht sein, wie damage okay, das ist. Er hat keinen großen Zauber. Aber wie weg? Ja, ist echt weg. Kannst jetzt den Sparky so halb hoch spielen, damit er den Dings abtötet. Ja. Ja, wobei es gefährlich werden könnte. Er könnte jetzt so auf die Turmlinie laufen, das wäre nicht so gut. Okay, gerade so nicht. Let's go. Dings davor. Ja, genau. Jetzt kannst du Mutterhexe noch einspielen, dann Nado. Zeig ihn zu Nado zurück. Kommt nicht. Gut. Ja, passt. Der wird gestunt, alles gut. Ist okay. Ah, oh, saftiger Hit. Nado und King. Nee, ich mach so und das reicht auch. Passt. Sparky direkt hinten instant, falls er die Wiederreiterin kommt. Ja. Er muss sie im Grunde spielen, er hat nur noch 20 Sekunden. Das nächste Fass spielst du Skami drauf, okay? Skami und Nado, beides. Yep. Weil er kann nicht anders durchkommen. Jetzt Skami und Nado. Weil er wird zappen und dann hast du noch den Nado. Ah, oh, nice. Let's go, Max. Alter. Auch sauber, Robin. Sehr schön. Übelst ein großer Struggle, aber gutes Game. Geearnt, Alter, geearnt. Boah, das war. Das war wichtig. Wieder Mega-Ritter, Inferno Dragon Zap. Spielt fast jeder. Das ist ja die Basic von jedem Deck, ne? Ja, gefühlt. Also wirklich gerade. Inferno. Echt alle. Ja. Zwei Wins am Stück. Jetzt haben wir mal einen Sparky auf der Hand. Kann ich jetzt nicht einfach mal einen Golem hinten setzen oder einen Giant und ich setze einen Sparky einmal im Leben nur? Irgendwas Dickes hinten? Theoretisch kannst du es tun. Bitte. Ja, ich setze trotzdem ein, weil er muss einen Tank davor setzen. Okay, auch gut. Guter Gedanke. Kann er jetzt nicht machen, die ist gewastet. Selber noch? Nicht? Nein. Spiel deinen Agent einfach davor. Okay, jetzt noch? Ja, mach's. Du kannst den Inferno-Turm zappen. Scheiße, ich hab jetzt sowas gemacht. Ja, das war nicht so gut. Noch ein Holz! Egal, der Sparky. Ja, egal, gut, ich hab immer noch Blue Galaxy hier. Das war jetzt nicht ja, so gut. Ja, ist fein. Okay. Was hat der Gegner? Ich schätze mal Hawk. Safe? Kann auch Lockbait des Grounds sein. Ja. Mit Minions. Ja, stimmt. Holz wieder rein. E-Giant davor. E-Giant, ja. Sepp bereithalten. Ja, Sepp aber nicht. Okay. Hätte sich nicht so gelohnt. Oh, Mega-Ritter Inferno-Turm. Warum spielen das alle? Ist das ja, echt die Taktik? Ahnung. Jetzt setzt er doch gleich deine Princess an die Brücke. Ich muss das Geld in Army setzen, hab nichts. Bitte schnell töten. Setz die nochmal? Nee, oder Hexe, Sepp erhalte ich. Okay. Halt Sepp bereit für Minions. Mhm. Er hat drei Karten noch nicht gezeigt. Oh, genau da habe ich nicht die Mutterhexe ready, ne? Bisschen ja. Ärgerlich. Ach Digga, er spielt doch auch giga geil! WTF! Du spiel ich gegen die? Als ob wir jetzt hier irgendwie um 20.000 Dollar Preisgeld spielen. Die war gerade 5 Elixier gelegt. Holst du da rein? Nee, den zuerst, oder? Ja, Holz wäre ein bisschen besser gewesen. Jetzt kannst du Holz noch dazwischen quetschen. Okay. Sepp
Junge, wo hast du das gelernt? Das ist so ein Skill von mir. Wieder Freeze. Wieder Freeze. Mutterhexe. Ja, ja, aber er hat wieder Freeze, möchte ich anmerken, ne? Ja, ich möchte anmerken, dass das ist sick. Nicht geil für dich ist jetzt. Weil da kommt das Skam Nado PM. Na, komm, das ist gar nicht schade. Let's go. Kurz zum Turm. Okay, Problem. Du hast nicht gewonnen, das ist 1-1. Achso, du schaffst du Nado zu cyclen. Schaff ich nicht. Digga, was hat er denn? Digga. Was ist das denn? Mega-Ritter Inferno-Turm? Ballons Freeze! Das ist nicht tragbar! Hä, was ist denn los? Als ob auf einmal jeder E-Giant spielt. Ich hab noch nicht einmal einen E-Giant gefaced. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Frag hier hinten. Die Decks hier machen alle keinen Sinn. Nee, das ist doch auch unfair. Oh, nice. Er spielt nicht rein. Nee, du das Ganze, er wird freezen. Nee, du, er wird freezen. Oder er hätte gefreezt. Jetzt kann er höchstens noch einen schlechten Inferno-Turm setzen. Er liegt wieder komplett, Digga, der Typ hat geistige Aussetzer. Was? Warte. Was soll ich da machen? Sparky wieder hinten. Du kommst früher oder später kommst du dran. Eismagier. Nado. Auch gut. Ist Nado. Stark. E-Giant Knick. Und du hast gewonnen. Der liegt wieder komplett, Digga. Der Typ weiß nicht, was er machen soll. Der kann nichts hier für einen Fernsturm gerade. Er kann nur einen schlechten Spiel. Skami rein. Perfekt. Sehr gut, Max. Sehr gut. Perfekt. Du hast einfach gewonnen. Der hat nichts. Er könnte höchstens nur Knick bringen. Nice, Junge. Oh mein Gott. Alter, das Geschwitz. Das Ende war, das hat sich gelohnt. Das Ende war ja, das war... Das war anders geil. Das Ende war zu... Das Ende war zu schwer. Zu schwer? Das Ende war zu schwer. Das schaffe ich in 1 von 10 Games mit der Doppel-Skami und dem ganzen Scheiß. Ja, das war ja... Wenn wir das brauchen für 5-3, wird 5-3 Nein. sehr schwierig. Das kann ich selten nur abrufen. Das muss auch ohne das gehen. Wir müssen mal neue Taktik. Okay, let's go. Mr. Adan Achter. A. Das sind aber meistens dann die Giga-Sweats, ne? Ja. Und warten. Sparky hinten. Ja. Hat nichts gesetzt. Mega, wir setzen. Was nun? Kannst du einfach die Mutterhex reinspielen? Oh, come on, was hat er denn? Mutterhexe hinten? Mutterhexe hinten. Eismagier, ja. Beides. Ja. Nee, du jetzt? Was ist das bitte? Ja, nee, du hättest früher kommen müssen, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Aber es ist immer noch okay. Ja, aber wieso hatten jetzt wieder nur 3 Lufteinheiten? Lava. Ja. Ach, come on. Nee, das war's. Das geht nicht. Du hast den E-Giant dafür, das ist okay. Spiel einfach Holz für die andere Lane. Holz für die andere Lane, genau. Ich hoffe, er hat eine Skeleton-Army. Wenn er jetzt sogar nur wieder eine Gobble-Gang hat, bin ich pisst. Er hat Skelette, er hat eine Skami, okay. Guter Sepp. Jetzt darfst du einfach nur. Wie? Mutterhexe und dann Skami. Erst aufs Megamin die Mutterhexe jetzt, ne? Ja. Okay. Ist mein Turm weg? Ja, gegen Nao bist du nicht so gut. Aber egal, du kannst das noch counter pushen. Er hat keine Einheit gegen den E-Giant, merk dir das. Er hat Skami und die kannst du zappen, er hat uns nichts. Du kannst einfach jetzt... Okay. Ich würde noch Holzfäller rechts vorne bringen. Wollte ich auch machen. Sehr gut. Okay. Dann wird er jetzt Spiel. Ja, lass es einfach so durchlaufen, würde ich sagen. Und selbst gleich die Skami. Und zwar voll, du wartest ein bisschen. Selbst jetzt voll. Ja. Ich kotze. Okay. Ist gut, die da werden auch hier gespawnt. Durch die Skelette. Ja. Ah, okay, shit. Das war gut. Jetzt kannst du Sparky setzen. Der Gegner hat keinen großen Zauber. Okay.
Oder? Ist doch gut, oder? Nado den gleich, wenn er einen guten Inferno-Ding spielt, Nado ihn rein. Ich sagte, ob du Nado musst. Okay, du Nados. Nado, aber warte kurz mit der Skami noch. Scheiße. Das war, ich war Nado kurz oder so, weißt du? Das war schon der Begriff. Okay. Und heute Tom sollte trotzdem haben, er hat nichts. Er hat nichts zu verteidigen, er hat keine Bohne, er hat drei Skelette hat er. Ja. Du hast die Macht. Wenn ich rechts durchkomme, bin ich frech. Wenn ich rechts durchkomme, ist frech. Komm. Oh! Oh! Nice, oh! Jetzt gewonnen, let's go. Was? Nice. Gegen deswegen fucking Lava? Deswegen darfst du bei solchen Leuten nicht aufgeben. Der Typ hat keinen Loom gehabt, keinen Miner. Der hat zwar ganz viele Lufttruppen gehabt, aber er hat umgekehrt nichts für deine Bodeneinheiten. Scheiße, ja. Ey, das ist eine leichte Overperformance von mir. Das ist nicht, das können wir nicht lange halten. Aber 4er Winning Streak. Es ist ja wahnsinnig schwer zu coachen. Das ist. Teilweise hast du ja Reflexe. Siehst was, weißt es, setzt es. Bis ja. du es mir sagst, ich es verstehe, auswähle und ja, setze. Ich und dann noch mit der Entsendungsdauer, das ist ja nahezu unmöglich. Du kannst nur dafür sorgen, dass ich besser werde im Nachhinein. Oft. Ja, ich muss weil manche Sachen sind nicht umsetzbar. Das müssen ja auch einige Leute verstehen. Wenn ich gerade 9 von 10 Elixier habe und Bigspin sagt, Sparky hinten, aber ich setze Sparky halb hoch. Oder ich warte und verliere jedes Mal ein Elixier und dann können wir die Games auch nicht gewinnen. Das ist schwierig. Ich muss ja gefühlt jeden Move von dir predikten. Ja. Oder den Gegner predikten, damit ich dir sage. Ja, ja, genau, genau. Du musst den Move vom Gegner predikten, dass du sagen kannst, was ich spielen soll. Das geht gar nicht. Ja. Das geht schon, aber es ist. Es geht. Klappt ja. Okay, da könnte auch wieder Lava und kommen. Da könnte aber auch irgendwas sein. Okay, ist Holzfäller. Nee, bist du ein King? Ich mach erstmal so, wenn er zappt, dann hole ich ihn mir. Okay. Die Lache, Alter. Die Lache der Überlegenheit. Alter, wenn er sagt, dann hole ich mir ihn, dann hole ich ihn mir einfach. Nice, kannst du jetzt Sparky spielen? Oh, der Sparky wird so geil. Der Sparky hab wird ich so nicht, geil. Hab ich nicht. Du hast den nicht, okay, schade. Eismagier. Und dann Holzfäller auf den Ebus. Gut. Sauber. So, du hast rechts schon mal guten Schaden gemacht. Links E-Giant an die Brücke? Nee. Nein. Wer geraged? Wer ist so ein kleiner Gedanke? Es gibt Vorteil, aber mach's nicht. Okay. Sparky links oder rechts? Sparky hinten links. Bin rechts, ist egal. Bin rechts gut. Für den Turm. Du bist Schaden. Ich hab keinen. Ich schätze mal, es ist Loon, ja. Okay. Base Skami rein, dann Skami rein oder Nado an King. Könnt's auch fallen lassen. Kann auch ja, spielen wie ein Scheißkerl. Ist auch gut. Ist auch eine Option. Zappt ihr nicht? Zappt ihr nicht? Der ist außerhalb. Ich zappt ihr nicht. Der ist alles cool. Der ist cool. Er hat keine Elixier für Valkyrie. Er kann maximal einen ganz dummen Eos reinquetschen. Aber nach dem Hit. Ja. Mutterhexe hinten. Hinten rechts. Ja, der Eismagier würde ich mir halt aufheben. Ah, weil Gollum. Du hast jetzt beide Lufteinheit rausgehauen. Wenn er gleich Holz wieder Lune geht, dann. Also er hat muss ich jetzt Elixier, pushen, dass er nichts machen kann. Das wäre ein Move, ja. Jetzt bitte kein weiteres. Okay, wer hat jetzt wieder drei Elixiers? Passt. Ab jetzt gehst du bitte auf den linken Turm, okay? Weil dein King Tower hat ultra wenig Leben. Wenn du jetzt irgendwas zeigst, dann zeig ich hinten links. Spiel jetzt den Sparky halb hoch links, dass der bei Kyro trifft und dann nach links geht. Ich weiß nicht, wie der Move geht. Ja, so ungefähr, nur ein bisschen früher hätte man das spielen müssen. Ein bisschen höher und dann wäre die bei Kyro. E-Giant davor? E-Giant Knick. Der resettet Incident. Ach du Scheiße, der Grabstein, leck mich doch. Ja, das war's dann auch komplett. Skami. Ich greife an! Angriff! Angriff! Blauäugiger Meister Drache Magnus-Modus. Eis, ja, Magier und Dings. Aber warum Sparky? Der sitzt doch einfach nur dahinter jetzt. Egal, du hast noch Nado, ne? Er hat den Zap gefailt, der Loser. Okay, ich spiel gleich Knick. Holzfäller davor. Agent Knick, Agent. Warum Holzfäller? Hab ich nicht. Er hat Valkyrie und Ebus. Das kommt jetzt, weil die Valkyrie. Digga, er hat beides! Er hat beides! Ich mag nicht mehr. Holzfäller. Er hat einfach beides, Mann. Das ist doch viel zu krass. Geh weg von meinem Turm. Sollen wir auch weg von der Mutterhexe? Das war jetzt hey, Mutterhexe, komm wieder. Mutterhexe! Die Mutter! Oh mein Gott, der Eismagier! Er geht! Hast du das gesehen?
hab's gesehen, ja. Er geht. Ich hab's auch kommen sehen, aber ich wollte dir nichts sagen. Er ist einfach gegangen. Welches Level war sein Ballon? 11. Was machen wir denn hier überhaupt? Ein Ballon, geragter Ballon, Level 11 gegen Türme Level 8. Wieso tun wir so, als wäre das hier ein spannendes Spiel? Aber du hättest gewinnen können, wenn du... Ja, natürlich hätte ich das gewinnen können, aber was für ein Scheiß! Ja, aber du hast... Pass auf, ich erklär's dir. Du hast jetzt nicht durch was verloren, weil du irgendwie jetzt keinen Move gemacht hast, der out of this world war. Du hast halt einfach einmal eine Mutterhexe irgendwie nach rechts platziert, die ist weggelaufen, so. Das war's. Das ja hat klar, aber was ist das? Das ist doch viel zu frustig. Oder? Was denn? Great Level 8? Ja, sie ist so... Gegen geraged Ballon Level 11? Aber du hast ihn fast. Ja, aber das ist trotzdem... Du hättest dich aber übel gefreut, wenn du ihn gehabt hättest. Ja, das ist richtig. Jetzt genau die... Oh, die Hexe kriegt so viel Value mit Sepp. Tu es. Okay, auch gut. Besser, oder? Oh, ich wusste nicht, dass der stirbt, Mann. Ich dachte, der killt jetzt alle richtig geil. Nee, der stirbt noch nicht ganz. Da muss noch was kommen von ihm, ja. Der Sepp war shit von ihm. Jetzt kannst du Holzfeuer davor bringen. Er hat kein Elixier, Das gar müsste der Punkt sein. Er hat 3, jetzt gleich 4. Jetzt selbst du? Nein, da hat er nichts. Ja, du hast gewonnen. Jetzt muss er entweder Holzfäller aufhalten oder Sparky, ne? Ja, der kann ihn weder noch aufhalten. Er ist noch dabei Küre, aber... Freches Geld, Nami. Weil der ist noch geraged. Wenn er geraged ist, müssen wir weitermachen. Guck mal. Oh, King und Hexe. Sehr, sehr geil. Noch ein Hit? Ja, ist noch einer. Vielleicht sogar noch ein. Er hat jetzt wieder Sepp. Nee. Oh nice. Mein Gott! Let's go. Das war jetzt wieder ein sehr geiles Game, muss ich leider sagen. Was war das denn? Ein Sparky und richtig frech. Das war frech, ne? Wie findest du so manchmal meine Cocky Plays, wenn ich dann noch einfach so eine Skeleton Army in den Knick packe, um den geragten Sparky zu verlängern? Hättest du nicht gemacht? Hätte ich nicht gemacht. Hättest du nicht gemacht? Hätte ich nicht gemacht, aber... Ist auch vielleicht insgesamt dumm. Ja, ist es auch, weil du hast die Hälfte der Karten des Gegners nicht gesehen. Er hat doch alles haben können. King Kong aus Trimax Free to Play. Ja, besiegst du einfach, egal. Der kann nix. Vielleicht lässt er sich auch gewinnen. Spiel mal Sparky. Ne, spiel mal Mutterhexe hinten. Lässt er mich gewinnen? Er lässt mich gewinnen. Oh mein Gott. Ehrenmann, es gibt ja das gleicht den. Das gleicht den Drecks. Das gleicht die Drecks-Stream-Sniper aus. Ja. Puh. Das hat zum Beispiel der Typ. Der Typ, der hat's verstanden. Der macht sich gerade vor. Wie viel Zuschauer hast du? 40.000? 40.000 Zuschauer. Macht er sich gerade übel beliebt. Ja. Die anderen, die sich ein Deck bauen, um mich extra zu streamsnipen, sind die größte Scheiße. Aber einfach mal streamsnipen, einfach mal für zwischendurch einen Win schenken. Einfach mal einen schenken. Ja. Ist einfach fein. Ist einfach cool. Muss nicht jedes Mal passieren, aber... Nee, auf keinen Fall. Aber es ist ein Ausgleich zu den Leuten, die mir schaden wollen. Ja, richtig. Da wird gleich schon wieder gegen Packer, Mini-Packer, Lightning, Zap, Freeze, Ballon, dann ist wieder Ende. Aber ab und zu mal so ein kleines Geschenk zu kriegen, ist gut. 5000. Was ist mein Trophäenrekord mit dem Account? Profil. Saisonbestleistung 5199. Also. Könnten wir es schaffen mit 2 Wins von All-Time. Record. Oh, der ist aus Brasilien. Sparky ist so bereit. Bitte setz was Dickes. Eine Valkyrie. Ist jetzt ein Eismagier? Ja, mach das. Weil dann muss er was setzen, um mich aufzuhalten. Und dahinter kommt der Sparky. Das liebe ich. Komm, setz was. Komm. Ja. Ey, ich mach eine Mutterhexe lieber, oder? Nee, er tut vor die Hexe noch einen Tank. Deswegen doch Sparky. Jetzt macht er noch einen Tank vor, sagst du? Aber safe. Jetzt nicht. Jetzt wegen Sparky jetzt nicht. Aber sonst hätte er. Dann hätte sich die Mutterhexe nur am Dings aufgehalten. Aber dann hättest du ja darin den Sparky spielen können. Noch nachträglich. Jetzt kommt das erst. Mhm. Ja, das ist so gut, die Mutterhexe. Oh, jetzt sind Ebus gefehlt, Max. Let's go. Ich hab's gesehen. Wahnsinn. geschissen. Lass du durchlaufen. In der Brücke. Lass durchlaufen, spiel Agent Brücke. Der hat mit Eismagier hinterher? Nee. Nee. Skami kannst du links spielen. Spiel mal Skami links. Der ist pissed! Der muss jetzt noch das loggen und da hat er keinen Bock drauf. Weil jetzt hat er gar keine Dicks hier. Und sein Turm ist down. Der Nado ist so mächtig, ne?
Der ist einfach tot. Ich hab mit Nado und Magier töten. Wo leben wir denn? Sparky oder Eismagier? Eismagier. Eismagier, ja. Geil. Das war der schlechteste E-Magier überhaupt. Der ist direkt der Turm. Ich hab keinen Nado. Ja, stimmt. Einfach Turm weg, finde ich auch blöd. Jetzt muss ich mit der Gegenoffensive was reißen, aber jetzt macht er einen ultra starken Mega-Ritter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es lebt alles noch, es lebt alles noch. Holz ist raus. Obwohl, war das smart? Der hat nichts. Scheiß drauf. Ich plädiere auf, ich mach sowas jetzt hier. Gut getimter Sepp. Nein! Das wäre es gewesen. E-Giant noch an die Brücke. Kannst du machen, okay. Wenn du ihn ganz... Jetzt spiel E-Giant. Ja, okay. Das ist E-Giant gespielt, jetzt zugeworden. Mutter extra rein, dann Nedo. Also rein im Sinne von, dass sie auch Schaden macht und nicht nur stirbt. Aber ja, war gut. Was ein Battle gerade. Spiel jetzt einfach, komm, mach's zu Ende. Er hat nichts gegen deinen E-Giant. Der wird garantiert connecten. E-Giant Bridge, danke. Jetzt einfach Skami rein. Und dann Nado und dann hat sich das. Oha, der Profi, was ist das denn? Wo kommt das denn her, Max? Klar, immer. Ich tue immer die Skeleton-Army in die Brücke, weil er immer einen Lock hat. Wenn er Lock hat, Skeleton-Army an die Brücke. Alter, smart as hell, der Junge. Na, das haben wir ja schon 2016 gemacht. Ja, jetzt kommen wir nicht so, als ob das jeden Tag. Ey, ohne Witz, ich bin der Dumme hier, weil ich wie ein Idiot alles an die, so in die Mitte setze, wenn er gar kein Holz hat. Also, weißt du? Ja, okay. Ich setze alles immer da oben an die Mitte, weil ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich habe da so einen kleinen Tick. Okay, gut. Gefällt mir aber. Idios King, okay. Wenn wir jetzt gewinnen, ist mein All-Time-Trophy-Record. Dann haben wir das Pushen gestartet mit einer 7er Losing-Streak. Und dann eine 7er Winning-Streak draus gebastelt. Das ist irgendwie cool. Satisfying. Ich hab nichts. Guck mal, wie scheiße, Digga. Ja, das ist so gut, stimmt. Okay. Jetzt hab ich noch nicht mal... Entweder Graveyard, er hat Graveyard. Halt die Mutterhexe bereit. Mutterhexe bereit. Nice, stark. Du hast noch nicht gewonnen. Du wirst Schaden kassieren jetzt, aber es ist okay. Die machen uns Geld in Army so. Oh Gott. Nein, die war kacke. Echt? So kacke? Einfach genadet. Aber du kriegst guten Schaden, Max, weil der Typ hat 3 Elixier. Du hast halt Sparky und Mutterhexe auf dem Feld. Wenn du den Eismagier in den Sparky Nados hast du basically gewonnen. Digga, du hast einen Bauernhof an seinem Turm. Ja, anlöten. Das ist viele, das habe ich noch nie gesehen, so viele. Das war Old McDonald. Oh, schade. Junge, der Sepp. Ja, ich wollte wieder, weißt du, wenn jetzt Sparky noch gelebt hätte, wäre auch cool gewesen. Hä, was war das? Du hast einfach gewonnen, du hast den kompletten Hardkonto zu Friedhof. Macht der nochmal Friedhof? E-Jack-Nick. Ja, wollte ich eh machen. Witzig, dabei bin ich gut. Ja. Hat der ein Holz oder irgendwas? Mutterhex aggressiv für die Lücken. Oder wie viel Damage das Schwein noch gemacht hat. Oder viel Damage. Den bürsten wir erstmal weg. Der Typ hat nichts gegen. Der kann gegen die Mutterhex nichts machen. Der kann eigentlich nur quitten gehen. Holz voller Ebus, Eismagier. Du sollst den Turm sogar noch halten können. Ja. Safe. Er hat surrendered! Er hat surrendered, Junge. Er hat gar keinen Bock mehr. Jetzt wieder mein Sparky zu sich ran. Ist das mein Trophäenrekord? Ey, das ist geil! Let's go.
Ich hatte ganz schön viele Schweine an seinem Turm. Das habe ich noch nie gesehen von der Mutterhexe. Das war Grabstein und Friedhof, ne? Ja. Das ist es. Allzeit Trophäenrekord auf dem Free-to-Play-Account. So. Geil. Das ist der fünfte Stream erst. Wir sind bei 5215. Wahnsinn. Krass. Das waren irgendwie echt 7 Schweine oder sowas, ne? Scheiße, Turbo-Diesel. Turbo-Diesel? Was ist das für ein Kombi? Ah, 10er. Scheiße, mal hier hinten. Oh Mann. Ist okay. Okay, geh gleich Brücke mit E-Giant. Nice. Der Typ ist so overleveled as fuck. Spiel Nado gleich auf King. Nado auf King. King Boss, genau. Ich weiß nicht, wie das geht, wie Schweinereiter, ne? Wie Schweinereiter, ja. Kann man das auch ohne Connected? Wenn du skilled bist, ja, aber... Ich mach mit einem kleinen. Oh. Sepp. Oh, Bro. Du bist da. Ich dachte... Oh, du hast... Skami noch? Ja, oh mein Gott, Digga, die Mutter-Ex hat hier so einen Tag gesaved. Ist trotzdem mit Turm. Warum ist der denn Level 13? Ist doch safe ein Stream-Sniper, der sich droppen lassen hat, oder nicht? Oder? Nein. Mini-Packer 13? Internationaler, ja. Krieg ich auch ab und zu. Boah. Also, ich wusste nicht, dass der Mini-Packer 13 ist. Sonst hätte der Play mit der Dings und, Hätte echt geklappt, ja. Das hätte übel geklappt, einfach. Ja. E-Giant, davor. Das Problem Nein, ist der Mini-Picker. Links aufhalten. Ist keine schlechte Vielleicht Karte. Vielleicht ist der gegen. Ja shit. Der ist auch shit, klar, sonst wäre er mit den Karten nämlich hier. Das gibt eine dicke Connection. Oh, ja. Da musst du noch Skami. Oh. Er rage selber, er ist nur hier um zu trollen. Er trollt. Er hat sich droppen lassen, um zu trollen. Nein. Ich glaube nicht. 100 Pro, oder? Guck mal, er BM't nicht mal. Der wird dich doch den ganzen Tag tot BM, der Typ. Der hat doch auch einen Clan. Moin, der Tribex hier. Müssen nicht alle haben. Bisschen merkwürdig, Mann. Er will gar nicht höher sein. Er will einfach nur hier unten chillig mit Ballon Rage seine Kisten farmen. Na, der Typ ist einfach scheiße, glaube ich. Mister aus 4K Esports, okay. Und wieder 2 Wins für den Rekord. Der zappt mich. Aber ich zapp ihn, ja? Ja. Zappt euch beide bitte synchron. Nice. Was ist das für ein Hit? Das ist übel gut für dich. Das ist so gut für dich. Du kannst auch davor. Und dann hat sich das. Stellst du Nado bereit? Ist sowas von bereit. Nado, oh mein Gott, der. Oh. Das Fleisch, Digga, das Fleisch richtig. Ist einfach tot, der Turm ist down. Wildes Gami. Oh Mann, ich dachte, der überlebt noch. Scheiße, das war bad. Ja, erstmal genug. Sollte fit gehen. Oh Gott, ich kann nicht mehr one-shotten. Ich brauch unbedingt Eismagier 10. Weil Skelette nicht one-shotten bringt nichts. Ja, true. Wenn Eismagier Skelett und Fledermäuse nicht one töten kann, dann bringt er nichts. Wieder Sepp? Sepp erst, wenn er im Turm ist, wenn der Scalable geplatzt ist. Das Wichtige. So Sepp. Das war scheiße. Und jetzt bam und mit Flächenschaden, zack, easy. Jo, und dann Turm ist down. Aber sonst hätte er den Sparky getötet und der Prinz hätte den Turm sonst geholt. Nee, der wäre nicht One-Shot gewesen, der Sparky. Safe. Hätte mit rausbekommen und dann hättest du gesagt, dann hättest du noch so einen Lowlife-Prinz gehabt. Zwar keinen Sparky mehr, aber noch einen 9er Tapeturm. Echt? Ja. Okay, krass. Ja, das sind geile Tipps zum Beispiel. Aber das wird nie. Oh Gott, ich kann nicht was. Das wird halt nie wieder vorkommen. Das wird halt nie wieder vorkommen, das ist ein bisschen das Problem. Jetzt mache ich was Sickes. Zack, zack, zack. Das ist jetzt. Hä? Wieso sterben die denn nicht? Kriegst du trotzdem hin. Da würde ich jetzt. Ja, Sepp nochmal. Okay, nevermind. Ja, okay, heb dir Sepp einfach auf für den rechten Turm. Versuche jetzt einfach keinen Turm zu fallen, das fallen zu lassen. Jetzt setzt du E-Jan davor. Ein Knick.
X-Leak, okay. Kannst du auch machen. Ja, jetzt geil, Nado. Oh, der Nado. Wenn du die Scheiß Nado, scheiß Nado, scheiß Nado, scheiß Nado. Nado, du hast die Wetzmühle getroffen. Alles ja, gut. Aber ich wollte den Energy Guard auch noch mit treffen. Ist aber wichtiger, weil du brauchst das Zap gegen den Skelly Barrel. Und wenn du den jetzt. Das war ein beschissenes Dings. Hast du gerade gesappt? Ja, hab ich. Sparky hinten links. Sodass er nicht vom Dings. Okay, Nado. Tornado, Max, let's go, das gewonnen. Er hat noch eine Karte offen, vielleicht hat er noch Lightning oder so. Nee. Chillig. Geiles Game. Wie fandest du den Sepp-Prinz-Kombo? Wieder sehr cocky, aber ich habe den Sparky wieder verteidigt. Ja. Ja. War hat sich aber den gelohnt für dich. Ich meine, okay, du hast gewonnen so. Ist okay. Sauber. Ich versuch so, dass der Gegner denkt, ja, scheiße, er hat Sparky, aber den habe ich jetzt getötet, alles chillig. Und dann ist er doch nicht tot. Das ist, wenn er ein Pro wäre, würde es ihn nicht jucken. Aber solche Spieler bringe ich damit sowas von aus dem Konzept, die danach brain dead sind einfach. Ja, true. Was nun? Jetzt hättest du einfach den... Ja, genau, das kannst du machen. Okay, da kannst du den Holzfäller reinspielen, sodass die... Nee, er ist eh Giant, oder? Warum, ja, warum immer Holzfäller? Der stirbt doch instant gegen Elba. Ja, du hättest den Holzfäller hier auf dem Megaritter spielen können, dann instant die Skami hinter dem Megaritter. Ach so. Die wäre in Ordnung gewesen. Ich meine, die Welt ist jetzt auch noch in Ordnung, aber... Wenn du jetzt den Holzfäller bringst... Na gut. Jetzt versucht noch die Mutterhexe zu protecten, aber... Passt. Nee, du das? Nee, du's? Ja, der Sepp war kacke, aber du musst jetzt noch verspielen. Der war bad, ja. Ist okay, die kommen nicht durch. Oh, der war bad. Das war der schlechteste Nado des Tages. Egal. Ist jetzt auch gut? Dann haben wir den schlechtesten Nado des Tages schon rausgespielt. Ist ja auch gut dann. Ja, klar. Stimmt. Dann haben wir den schon mal nicht mehr auf der Hand. So, 3 Elixier minus für nichts. Aber wenn der jetzt nochmal wieder umspielt, mache ich eine Mutterhexe, ne? Sparky. Spiel einfach Sparky hin. Der hat bisher noch keinen Reset gezeigt. Okay, jetzt dazu. Ja, okay. Der reicht halt nicht. Die ist Level 12. Oh, meine Fresse! Ich hätte auch noch einen Hit. Noch einen Hit raus. Alter. Okay, du hast Holzfäller. Alles schön. Das hat er jetzt auch schlecht gemacht, oder nicht? Ja, das war. Nimm mal die Hits an! Er hat wie so ein Packer-Hits! Ja, du hättest den ein bisschen weiter hinten setzen müssen, dann wäre der jetzt nicht zum Sparky gejumpt und die Fire Spirits. Aua. Okay, bring einfach. Ja, das stirbt, ist so. Stirbt, ist tot. Ist ja, eh stirbt, tot. Egal. Setz mal Mutterhexe hinten rechts. Und dann E-Joint da gleich rein. In den Dingens da. Ja. Oh, so nice für dich. Die wird auch noch gestunt, die wieder weiter. Und let's go. Sie wird kann die bitte sterben? Kann die bitte sterben? Meine Fresse! Oh mein Gott, wie kann man so viel Damage kriegen und so geslowt sein? Ich spiele nicht mehr. Ich gehe auf K. Zu viel Kotze. Ich habe hier alles voll gekotzt jetzt, Mann. Bleiben. Ich habe mich jetzt hier das komplette Setup bei mir voll gekotzt. Dass die connected ist ein Witz, das ist frech. Das war echt, das war ehrlich frech. Das war so scheiße frech, die war Dauerstunt, Dauerslow. 30 Minuten in meiner Hälfte, an meinem Turm. Ja. Slow und Stun. Und die Mutterhexe macht noch Damage. Alles tötet. Er hätte vor allen Dingen auch noch eine Bola einfach von der Widderreiterin am E-Giant connecten können, dann wäre sie nochmal gestunt worden. Ist aber einfach nicht passiert. I love E-Giant heißt der Gegner. Seit wann hat Max BTTV in seinem Chat beim Overlay? Weiß ich nicht. Habe ich nie was umgestellt. Ist auf einmal neu wahrscheinlich. Von Tippy Stream. Okay. Der Kollege spielt nichts. Mach's erstmal. Dann setze ich einfach so Skeleton Army an der Brücke. Und dann direkt einen Sparky dahinter. Weil er setzt dann Magier oder Execution oder so einen Scheiß ein. Okay, versuch's. Ich setze da was und jetzt kann ich gleich einen Sparky bringen. Chillig. Look, perfekt. Stimmt so.
Holzfäller. Solange die bei dich in Down geht, ist die Welt in Ordnung. Und jetzt ich am Weise, nein. Ach, das geht nicht. Nein. Dann bin ich jetzt sehr pisst, ne? Du das auch? Kann ich dir vorstellen. Frag doch bitte links mal vorher. Wieso kann man den Schweinereiter und die Royal Pigs aber nicht die Widderreiterin ranziehen? Weil die ein bisschen. Die hat halt einen Widder und kein Schwein so. Das ist ein bisschen stärker. Ist man einfach gegen Tornado immun? Jetzt bin ich schon wieder zu. Das ist jetzt schwierig, Mann. Aus der Position ist sie immun, ja. Eismagier? Ist ja, wenn er tot ist, bin ich. Nein. Ist auch tot. Spiel davor gleich den E-Giant. Vor den Elektromagier? Vor den Magier? Nein. Vor der Mutterhexe. Jetzt, genau. Der hat jetzt so einen bösen Single-Target-Damage. Nee, der hat so einen dicken Single-Target-Damage. Das kannst du dir nicht vorstellen. Nee, der hat nur Minifaker und Holzfäller. Ich meine Banditen und Holzfäller. Er hat aber Barpel, Zap und Dings. Barpel, Zap, Zap und Dings. Zaps wieder raus. Holzfäller rein. Dass sie nicht charged. Charged. Wenn du ihn... Ich kann nichts tun, ne? Sehe ich das richtig? Was ist das? Wieso hat er jetzt 95 Elixier? Ja. Hä? Okay. Das hat er genau ganz gut gespielt. Kannst du was spielen? Nicht ins Koma fallen. Durch, oder? Ich hätte jetzt noch was. Ich hab keinen Damage, du hast es flawless! Ja. Die kannst du knicken, gut, er spammt Emotes wie Scheiße! Also man muss auch ehrlich sagen, der Sparky First Play, oder dieser Skarmy Sparky Move, der... Ich wollte halt den Sparky eher defensiv setzen, wenn er wirklich noch was einsetzt. Kannst du den Turm noch setzen? Nein. Oh mein Gott. Da alle schreien, das war der aus der Challenge. Stimmt, den... Das war wieder der gleiche aus der Challenge. Getroffen. Ja, das ist, glaube ich, ein... Und deswegen spammt er Emotes. Ach, deswegen, er baut sich ein Counterdeck und faced uns dann. Ich glaube, der hat kein Counterdeck gebaut, aber ich glaube, das Spiel ist immer. Trying to play, zwei Streams haben miteinander. Emotes sind an. Emotes. Aber er ist free. Okay, eben wieder ein Scheißkerl. Das ist gut. Auf jedes Mal, auf einen Hurensohn, kommt ein geiler Typ aus der Community. Beim Streamsign. Das ist nice. Ich das Wort noch nie zu jemandem so direkt sagen gehört. Jeder Stream-Sniper ist ein Hurensohn. Da geht man auch direkt auf Familie. Der versaut hier 40.000 Leuten den Stream. Ich kann kein Warzone mehr spielen. Ich kann kein Fortnite mehr spielen. Die Games sind durch, obwohl ich sie richtig geil finde. Das ärgert mich sehr. Klar. Da kann auch keiner sagen, oh, der ist 12, der weiß nicht, was er macht. Haben wir jetzt hier schon oft genug gesagt. Ist ja klar. Das ist. Die Agenda fahren wir doch schon seit Jahren. 100 Pro. Wieder back. Immer wieder ein Win, ein Lose. Ja. Das ist ein geiler Gegner. Der kann jetzt auch ein Pro sein, der kann jetzt ein Counterdeck haben, der kann mich völlig auseinandernehmen. Da wissen wir safe, dass es kein Stream-Sniper ist. Das stimmt. Das boostet direkt die Moral um 490%. Das ist doch... Packer ist zwar shit, aber... Sparky Packer. Setzt jetzt noch irgendwas Executioner-mäßiges dahinter oder ein Magier, dass ich meine Skeleton Army nicht spielen kann. Aber da habe ich auch schon... Hast du einfach Nado. Erst Magier rein, dann hast du schon mal Nado. Na, der Archer war shit. Kannst du durchlaufen lassen? Wenn er keinen Zap hat. Also den Packer muss ich aufhalten, ne? Ja, ja. Den würde ich jetzt ranziehen, wenn ich du wäre. Ich auch, tatsächlich. Direkt weg, zack. Sehr gut. Der Kübel kriegt auch noch einen Hit. Oh, jetzt noch Holzfäller davor als Tank und Zap ist ready. Ja. Sick oder sick? Ja. Es fuck. Sehr gut, sehr, sehr gut. Perfekt. Völlig fein. Du hast gefühlt seinen ganzen Turm. Die Mutter-Ex war shit, aber... Ach so, selbst nochmal. Ich dachte auch, ich selbst nochmal, aber ich dachte auch, die killt irgendwas. Okay, der Single-Tag. Ach, wieder. Und sie läuft zurück. Aber du hast. Wenn er Sepp hat, ist Ende, ne? Ja, kein Sepp. Der hätte schon dreimal gespielt. Dann noch eine Skeleton Army davor? Ne. Nein. Der hat Magic Archer.
Ah, der hat auch noch. Oh, chillig. Hier Giant davor rein? Ground, ein Eismagier und dann Skami rein. Dass er nicht jumpt, bitte. Jetzt Skami. Er jumpt jetzt nicht mehr. Ja, ich wusste nicht genau, was du meinst. Jetzt habe ich es doch nicht gecheckt. Immer bevor der jumpt, bevor der abhebt, dann kannst du die Skami spielen. Ja, ich weiß. Ich wusste nur nicht gerade, welche Interaktion du meinst, wie ich das hinkriege. Aber ich glaube, jetzt weiß ich's. Ja. Das macht erstmal gut, der ist geraged. Jetzt kannst du Mutterhexe hinten. Oh, Digga. Es gelten Army, Mega-Ritter und Packer. Mini-Packer. Sparky noch dazu. Sparky ja, noch. Er hat kein Reset, er hat kein Spell. Also, er hat Evos, aber. Der kommt ja nicht dahin. E-Giant davor? Nein. Sparky bekommt unglaublich viel Value. Du kannst Eismagier noch dahinter setzen. Der Sparky holt jetzt 7 Milliarden Value. Jetzt kannst du Skami, einfach Skami rein, er hat nichts. Ja, ich hätte sie ganz auf den Mini-Packer, aber ist egal. Ja, du hast gewonnen. Der Sparky macht alles. Ja. Ich hab den Magic Archer rübergezogen. Keine Ahnung, weil ich das cool finde. Okay, jetzt kommt der E-Giant. Und dann Turm sein. Schade. Egal. Du hast ihn. Der kommt nicht mehr an, du hast gewonnen. Nice, Max. Der hatte nichts gegen dich. Gar nichts. What the fuck, dude? Du hast actually mit dem Eismagier dafür gesorgt, dass der Evos den Sparky schon angreift, obwohl er es eigentlich gar nicht gemacht hätte. Ach, hat der Evos dann mehr in Reichweite? Nee, aber ich dachte, der Evos ist ja noch ein Stück gelaufen. Okay. Und der Sparky hat dann geschossen und in dem Moment ist eigentlich die Interaktion so, dass der Sparky den Evos noch tötet. LOL! All-Time Trophäenrekord, 40 Gems. Nice, Junge, let's go. Du bist gerade erst am Clan. Echt? Ja. Laber. Hä, hey, wo ist der Clan? Clan? Du bist erster. Mm-mm. 5238 bist du. Nein, ich hab 5214, ist ein Bug. Hallo, das ist der Folgentitel. Einfach der Folgentitel. Jetzt hätte ich gerne 5% von den Ad-Revenues. Die kriegst du sowas von. Bist du immer verlinkt mit meinen Videos? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Also manchmal hat der Cutter Ad-Bigspin, manchmal hat er nur Bigspin-Titel. So geil einfach. Chef Strudel hat gesagt, wir kommen nicht höher als er. Der Chef Strudel ist weggetiltet. Morten hat auch gesagt, wir schaffen es niemals höher als er. Geschafft. Und Bigspin meinte, ich bin shit. Was? Lüg doch nicht um. Natürlich nicht. Das war ein Witz, weil du direkt hinter mir bist. Ich kann nicht, wenn du willst, kann ich dich jetzt coachen, dass du wieder vor mir bist. Geil. Hey, wie viele Leute sind mit dir? Ah, wir sind voll, wie geil. Das hat einfach geklappt. Ja, da müssen wir jetzt die Clan-Kriege ja übel wegdominieren. Zeige mal. Oh, wir sind der Erste. Schon Ziel. 4 Tage geht das Ding noch. Wir sind schon Ziel? Ja, wir haben doch die Truhe schon abgefarmt. Ach so, jetzt geht es noch 4 Tage jetzt noch. Ja. Die anderen Clans können jetzt versuchen, auch dahin zu kommen. Ja, Digga, da sind ja alle übel am, das ist ja übel geil. Da kann man bestimmt noch irgendwie, also spielen bestimmt nicht alle E-Giants. Hat jemand 10 E-Giants übrig? Nee, ne? Alter, tauschen. Wenn jetzt irgendjemand 10 E-Giants, dann will ich die aber haben hier. Na, die kriegst du nicht. Geil, okay, nächstes Game. Allzeit-Trophäenrekord, das hatten wir noch nie. Ja. Oh, Sparky auf der Hand, schön. Let's go. Komm, setz direkt was Dickes herin. Ich setze einen Sparky gegen die. Ist das gut? Ich weiß das gerade gar nicht. Mutterhexe wäre geiler gewesen, aber von der ist weit und breit. Keine Spur. Ja. E-Giant gleich davor schon? Wenn du Cocky bist. Boah, wer ist er denn, Digga? Ja oder nein? Boah, er ist ein richtiger Knecht. Ja, mach. Oh, der Feuerball one-shottet mich. Ja. Also ich sag's dir, gegen den hast du keinen Spaß. Keinen Spaß? Der hat einen Tesla Level 12 und stackt seine Hütten und Gebäude. Was? Du bist Prototypknecht. Prototypknecht? Ja. Der ist der Alpha-Knecht. Wie auch immer du haben willst. Oh, der Hexe macht aber Value. Hohes Level an Karten kann auch bedeuten, dass der Typ bescheuert ist. Der ist auch bescheuert. Mutterhexe retten. Gut. War gut? Ja. Sparky. Das ist kein Sparky, aber. Aber wäre ja so oder so connected, oder? Ja, aber jetzt hast du noch was gehabt. Hm, stimmt. Aber gegen eine Hütte? Jetzt hast du halt einen Eismagier, der. Okay. Oder Sparky?
Beschissener Feuerball. Die nerven ja vielleicht. Fuck, ich stirb einfach. Okay. Mutter Hexe hinten. Wollen wir nicht auf seine Hütte warten? Nein. Der wird sie eh spielen, das ist dumm. Er liegt. Hier scheint davor? Ja. Holst du da auch noch rein? Der hat gar kein Feuer beim Cycle. Smart, das ist krass, dass du das so kannst. Hm. Geh weg, geh weg, geh weg. Ach, ist eh tot. Ja. Okay, da bringst du die nächste Sparky genau selbst noch mal, damit die nicht im Turm ist. Genau. Perfekt. Aber der Turm ist eh weg. Ja. Perfekt. Wie findest du die Interaktion gerade? Find ich extrem geil. Ja, ich hab gesagt, du hast keinen Spaß gegen den. Ich dachte, du wusstest nicht, dass du mit keinen Spaß keine. Nicht, also, dass du damit keine Chance meinst. Das ist das Gleiche, oder? Weiß ich nicht. Hast du Spaß? Ja, gar nicht. Nee, ja. Aber ich kann keine Chance haben und trotzdem Spaß haben. Ist das so? Du weißt, keine Chance haben und trotzdem Spaß? Ja. Du kannst keinen Spaß haben und trotzdem eine Chance haben, oder? Wenn du zum Beispiel gegen X-Bogen spielst, hast du gar keinen Bock, obwohl du eine Chance hast. Ja, richtig. So dachte ich, ist er auch einer. Ja. Das war ja ekelhaft. Ja. Der hat ja auch nicht mal gut gespielt. Der hat einfach nur überlevelt und überlevelt und durch das Überlevelte gute Karten. Ja. Okay, was kann der Kollege? Clash War. Aus 300 Esparta. Die Esparta. Was ist seine Mission? Übel die Ruhe vor dem Sturm. Merkst du das? Ja, ja, alles ruhig, alles angespannt, Alter. Gleich geht's los. Gleich Showdown. Ey Leute, vielen Dank für die Twitch Primes. Twitch Prime ist kostenlos. Seid froh zu alle 30 Tage. Ihr habt damit dann ultra viele geile Emotes. Ihr seid werbefrei. Okay, geht los. 12er Bowler. Okay, 12er Bowler. Der hat wahrscheinlich Graveyard, würde ich schätzen. Ich habe keine Mutterhexe, das macht mich ein bisschen sauer. Ja, egal. Oh, das ist gut für dich. Zapp nicht. Ich hab gesappt. Holst du, kann ich hier wegschieben? Auch gut, passt. Du hast Gefühl gewonnen. Der hat zwar 7 Leaks hier, aber. Was will er jetzt machen? Wer zwar ein Scheiße, ne, du die? Das ist der Turm. Er kann jetzt vielleicht noch den Sparky. Er kann zwar deffen so. Oh, der Schneeball ist gefühlt 3 Level höher. War der gut? Der Schneeball kann er den nicht abwehren. Holst du aber Kacke? Der Kacke! Du hast ihn in den Bowler gesetzt, so. Ja, der war doch zu. Der Holzfäller kam erst. Ja, aber. Ja. Aber du hättest damit rechnen können, weil er hat ihn ja schon mal gezeigt. Okay, jetzt hast du ein Problem. Nö, Mutterhexe ist da. Ach, stimmt, never mind. Du musst halt nicht mal zappen. Zappen, zappen. Was hört der da für den Scheiß? Ja, okay. Der verwandelt sich noch in ein Schwein, wie geil. Stimmt. Ja, nee. Schade. Udi, wo ist, hast du ihn wieder gesehen? Der hat ihn wieder übertrieben heftig verkackt. War wieder komplett Kamikaze. Du hast gewonnen, let's go. Digga, fuck einfach. Ich den ab. Du hast hier mit dem Nade versaut, den Dumm zu holen. Let's go. Ich bin voll abgefuckt. Ich bin voll abgefuckt. Hat noch Friedhof, oder? Der hat keine Zeit. Geiles Game. Das war ein geiles Game. Friedhof ist jedes Mal ziemlich nice mit der Mutterhexe, ne? Kommt, wenn er Feuerball hat, dann nicht. Dann kann er die einfach Feuerball. Jetzt will ich den Win haben. Dann push ich ihn mal richtig nach oben. Stimmt, wenn er Feuerball hat, ist. Aber wer spielt Friedhof Feuerball? Ist ja übel. Wack. Ja,
ist gerade Meta der Gruben. Echt? Krass. Oh, halbe 10er, scheiße. Bucky. Wer ist das? Augsburg? Kein Deutscher, oder? Was? Augsburg ist ein Deutscher, Max. Ah, vielleicht. Okay, die Dings dahinter. Die, wie heißt das? Ich hätte die Mutterhexe gespielt in die Bats rein. Das war richtig, richtig, richtig blöd von mir gerade, ne? Du greifst in den Dicken, aber ist ja bescheuert. Ich muss den jetzt töten und dann selbe ich den ganzen Bums hier, ne? Gut. Oh, rollst du da sogar dran? Geil. Das war übel. Schadensvorteil. Ja, aber das war. Ah, laufen geben, chillig. Echt jetzt? Ja. Wieso? Keine Ahnung, weil die gönnt, ich weiß nicht. Echt? Echt jetzt? Er sieht sich nicht so gegen Sparky, Mutterhexe, E-Giant. Ich glaube eher, das ist wieder ein Streamy. Meinst du? Ein Streamy. Ja, wie geil. Ja. Auf einen Typen, der uns abfucken möchte, kommt ein Typen, der uns einen Win schenkt. Das ist lit. Wenn du jetzt noch, warte, 1 gewinnst oder 2, dann bist du auf 5-3. Du könntest jetzt mit 2 geilen Games den Allzeit-Trophäen-Rekord des Projekts holen bisher. Echt jetzt? Ja. Real Rap. Schon wieder in Game, lol. Oh, geht schnell. Ne? Alright. Eismagier hinten. Ja. Das geht, das war erstmal nichts falsch. Lässt einen durchlaufen, ist blöd, will einen verteidigen, habe ich auch meistens eine Antwort. Okay, selbst ein Turm? Ne, E-Giant davor, er hat nichts gesetzt. Okay, wenn du sagst. Drei Elixier, kurz, jetzt habe ich schon übelst den Pull. Scheiße. Wenn er jetzt Packer hat, bitte Flame nicht, okay? Du machst ein bisschen Schaden, die Holzfeld ziehst du ran. An King. Safe? Ja. Wie denn, wie Schweinereiter? Wie Schweinereiter. Okay, das ist jetzt ein Problem. Du spielst jetzt eine Holzfäller offensiv. Huh? Du spielst Holzfäller auch nebenbei. Ah, nevermind. Ist gerade, der hat sich droppen lassen. Der will auch abfacken, einfach nur. Guck mal, mein Holzfäller verliert gegen Executioner. Holzfäller verliert gegen Executioner, es ist so durch. Der Typ hat halt seine ersten 3 Karten gespielt und sie sind alle Level 13 irgendwie. Das ist halt nicht so Damage an. Holy shit, Mann. Aber das sind auch Leute, denen kannst du dir jetzt nicht viel vorwerfen. Oh Mann, den das ist dafür. Der denkt gerade, er war besser. Wie sehr triggert dich, dass er denkt, er war besser? Ich fass es nicht, Alter. Ach, ist klar, der Packer und Holzfäller. Ist doch ein Witz, oder? Konterdeck und Max Level. Der hat 100-0. Der ist nicht nur overlevelt, der hat auch 100-0 einfach. Das beste Matchup, was geht. Ja. Alter Lachs. Dem brennt komplett der Helm. Du bist sick verteidigt. Ja, aber. Das ist so, wie wenn du in der Mathearbeit stolz darauf bist, dass du eine von 10 Aufgaben löst. Ja, das ist dann immer schlecht. Oh, achso. Das war jetzt scheiße von ihm. Gutes Gami. Du hast deinen Turm. Du hast deinen Turm. Du musst jetzt aggressiv auf die Turm hocken. Nee, du.
musst du noch ein bisschen halten, ein bisschen dich in Defensiv, weil er wird gleich so einen Hawkrider Holzfäller-Push machen. Eventuell. An der Brücke. Er liegt komplett. Seine geistige Leistungsfähigkeit ist nicht zu 100% vorhanden. Er liegt. Er denkt, er hat gewonnen. Dingakun! What? Ey, Freunde, deswegen gibt niemals auf den Cash-Royal. Der Typ ist so unfassbar scheiße. Hancock, Dings Knick, Agent Knick. Was ist das? Der Tanker. Zieh das weg. Kann ich irgendwie Schaden an seinem Turm machen? So, also auf jeden Fall nicht. Mutterhexe noch an, oder nächster Sparky hinten. Ganz hinten. Hinten rechts. Muss jetzt ein bisschen defensiver bleiben. Mutterhexe noch, Mutterhexe offensiv, dass der Ebus keine Faxen macht. Gut, auch gut. Passt. Der wird hitten, der wird dick hitten. Der auch. Oh, let's go. Okay. Kannst jetzt zur Legende werden, Max. Spiel die Mutterhexe ganz hinten. Okay. Doppelspark mit Abstand. Damit kriege ich ihn. Der ist lost. Der ist nur überlevelt. Der wird gleich ein Ebus kommen, ne? Musst du aufpassen. Halt Holzfäller da rein. Holzfäller reinhalten. Holzfäller ist drin. Genau deswegen. Jetzt Nado. Hä? Der ist geraged. Übel gut. Jetzt. Agent. Was ist das für ein Knick, Agent? Du musst. Hä? Den... Ich wollte nicht. Wo wollte ich nicht hin? Okay, der ist Death nur noch. Du hast gewonnen, wenn du keinen Schaden mehr zulässt in deinem Turm. Death nur noch. Das kriegst du hin. Du hast nur 13 Sekunden. Wenn er keinen Hox setzt, hast du gewonnen, Max. Er setzt einen Hox. Kam hier rein. Nee, du. Digga, ich mach kein Damage! Ist das bitter. Das war kein Damage. 4 Einheiten und Turm. Schweinereiter hat nichts. Der ist. Digga, das ist ein Turm Level 8 gegen eine Einheit Level 13. Das hätte es werden können, Mann. Das wäre der Allzeit-Trophäen-Rekord. Jetzt fast gewonnen gerade. Ich fass es nicht. Das ist gar kein Damage, Mann. Und trotz Doppel-Sparky. Ey, sein Packer überlebt einfach 4 Sparky-Hits. Egal. Trotzdem gute Runde, Max. Oh. Witziges Elo Free-to-Play. Er gibt auf. Perfekt. Geil. Ja, wieso ist denn das so einfach zu Streamsnipen bei einem Global Pool? Naja, das Ding ist, es ist ja nicht Global in dem Sinn, also schon Global, aber es sind ja sehr wenige 8er und 9er auf dem Level unterwegs. Und du wirst ja zuerst mit denen gematcht. Das Matchmaking funktioniert so: erste 2-3 Sekunden suchen die nur Leute auf deine Höhe und es gibt halt super wenige Level 8er. Und wenn der Typ es genau abpasst, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dich zu finden. Wenn du jetzt Level 13 wärst oder Level 12 auf der Höhe, dann wäre es nicht so einfach, weil es sehr viel mehr Level 12er auf der Höhe gibt als Level 8er. Okay. Ja. Ich fand es ganz witzig, dass der Schweinereiter Level 13 gegen Turm Level 8 die Stats einfach von einem fucking Golem hat. Stell dir mal wirklich vor, der Golem ist so animiert wie der Schweinereiter. Springt über die Brücke, stirbt nicht und macht einfach einen Turm kaputt. Junge. Übersick gespielt. Wollen wir das mal ganz kurz hervorheben? Nein, doch nicht. Die laufen alle da rein. Naja. Ich glaub das. Ja, jetzt nicht mehr. Nee, Digga, kann ich das gewinnen? Ja, nee, das ist ran. Nee, du bist ran, der ist ran. Hab ich. Was ist das für eine Sendungsdauer? What the fuck, Mann? Guck mal die Hits an. Guck dir das jetzt mal wie eine Rocket hier einschlägt. Alter. Wieder Inferno Dragon. Ja, Elektromagier. Spiel den Dings da rein, die Mutterhexe, genau. Und dann spielst du gleich den E-Giant da rein. Muss erst ein Holzfäller, oder nicht? Warum Holzfäller? E-Giant. Du musst den Kram irgendwie loswerden. So ja. Und so. Ja. Er hat auch einen Sepp. Er hat Sepp, wieder Sepp E-Wizard. Ja, das ist sehr beliebt. Echt jetzt? Das ist halt beliebt, weil die Typen, die Mini-Horde spielen,
Wenn du gegen jemanden spielst, der Mini-Horde hat, spielst du einfach Ebus und Sepp da rein und dann ist sie tot. Und das feiern die Leute übel und deswegen spielen sie das. Hä, sie sterben die nicht? Weil die Level 12 sind. Der Turm überlebt aber, oder? Ja. Oh Gott, das ist alles Schwachsinn. Ich fühle mich hier wieder in Level 1 Challenge. Du musst einfach ohne Türme spielen. Schon wieder Level 13, was ist das denn, Mann? Nee, du gleich mal spiel jetzt ein Preemptive Nado. Für den Ebus. Du bist schon so ein geiler Typ, ne? Ja, manchmal. Und nun? Ja, jetzt bringt dir das nicht viel, weil der Typ trotzdem overlevelt ist. Er geht auf 3, perfekt. Ehrenmann. Kann ich hier nicht aufhalten? Wie billig! Wie billig! Ja, der war auch leicht overlevelt, der Kollege. Wir müssen das Deck ändern. Du bist so hoch, wie willst du Deck ändern? Du bist 5247. Du bist kurz vor deinem Rekord. Ich bin kurz davor, Gigapisse mein iPad aus dem Fenster zu schmeißen. Ich kann grad nicht fassen, wie der gewonnen hat. So schlecht. Koboldfass, Level 12. Gegen Turm Level 8. Das ist 4 Level Unterschied. Das geht doch gar nicht. Ja. Wieder 13. Ey, wir haben gut gespielt heute. Wir hatten nice Runden. Wir haben auf jeden Fall. Das ist nice. Aber das reicht jetzt auch. Wie? Oder nicht? Nein, du hast doch auch. Guck mal, den 13 eben hast du fast abgezogen. Wenn er jetzt keinen Zap hat oder so, dann hast du ihn. Guck mal, er spielt den Hessler Miner. Das ist der Hessler Miner. Kennst du den? Ja. Ist richtig scheiße. Spielst du da hinten? Ganz hinten, dann setzt du den Links davor. Ja, oder so. Jetzt ist was Ähnliches gemacht. Ach gut, ja, ist ähnlich. Na, safe, wie der Evo ist, oder nicht? Ja, das kann sein, aber du hast einen E-Giant. Wenn er jetzt Ebus spielt. Och, du meine Fresse, 13er Mega-Ritter. Nee, ich kann nicht mehr wichsen. Das ist von dir lieb gemeint, aber es geht nicht. Das musst du auch. Ich hab mich so gefreut. Setzt da Sepp? Okay, setzt keinen Sepp. Spiel jetzt Holzfäller rein, bevor der Jump, dann Skarmi dahinter. Holzfäller rechts, Skarmi links. Genau. Wenn er jetzt keinen Sepp hat, ultra nice. Ja. Er tötet ihn einfach trotzdem. Er tötet ihn trotzdem. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Den ziehst du ran? Nee, den mache ich Sparky Action. Okay. Ah, er hat ihn auch Level 12. Das heißt, du solltest ihn besser gleich zappen. Und zwar zu einem guten Timing. Jetzt. Gut. Er stirbt aber nicht. Ist ein bisschen traurig. Das ist doch scheiße! Er hat noch Miner. Nein, noch keinen. Okay, guter Nado. Ja, aber. Ich dachte, er stirbt! Nee. Ja, ich bin raus, Mann. Ich bin raus. Das geht nicht. Das halte ich nicht aus. Beim Sparky gegen Sparky geht es ums Sepp-Duell, wer den besser trifft. Ich habe ihn besser getroffen und getimed. Stimmt. Holz, also Schweinereiter 3. Guck mal, was passiert denn da? Sparky hin. Sparky. Nee, ich muss nochmal versuchen reinzugehen. Ist das so? Nee. Ach, den Phantom auch noch. Wenn ich push, aber das komplette Programm, ne? Du bist einer der most maxed out Leute, die ich in diesem ganzen Projekt gesehen habe, no joke. Der Typ hat nur Level 12 und 13 Karten, nur. Digga, wie ich nichts von ihm one-shotten kann und er von mir alles one-shottet. Ja. Das ist scheiße. Ich guck, wie der Schweinereiter gar nicht stirbt. Du hattest halt dabei den perfekten Start hingelegt. Du hast auch einen Sparky, aber es passiert irgendwie nichts. Aber das war auch am Anfang, du hast perfekt gespielt. Du konntest halt. Das war halt wirklich der Pay-to-Win-Effekt. Das, da hat man klar gesehen, den Pay-to-Win-Effekt, den Leute haben, die Level 13er Sparky haben. Weil der Typ einfach nur gewonnen hat, wie du schon gesagt hast, weil sein Sparky nicht gestorben ist. Wäre sein Sparky gestorben in der einen Situation, hättest du das Game wahrscheinlich gewonnen. Schweinereiter, 3 Hits trotz Sparky Tornado, ja. Da wärst du auch nicht so gebrochen gewesen. Mhm. Okay, der ist jetzt Level 9, der kann gar nicht nur Max sein, das geht nicht.
Okay, ja, das ist ein Prinz Eismagier rein. Ah. Skami? Ja, gut. Ich würde eher den Prinz surrounden hier. Aber es passt. Dass die Hexe stört, ist ja gar nicht gestorben, ne? Nee, die hat keinen Bock. Gute Nadel. Digga, du sagst ja, ist Level 9, der kann nicht mehr sein. Kommt erstmal ein Prinz 12 vor die Brücke. Ist doch schon wieder Frust. Oh, Mutterhexen-Value, let's go. Okay, da gibt Eismagier noch, Eismagier. Und dann selbst zuerst. Aber es bringt doch nichts. Und fällt trotzdem. Nee, das ist doch nicht. Das tut weh. Wenn man ein richtiges Spiel einfach gar nichts machen kann. Der hat noch den King Tower. Sparky? Sparky nach hinten? Mhm. Also dann am besten noch Skami, wenn du sie davor bekommst. Nice. Ist okay, die Betze in den Turmrange. Ah, die drei Licks jetzt eventuell aufheben sollen. Das wäre besser gewesen. Jetzt hat er Skami. Du hast nichts gegen Skami, ne? Dann spiel defensiv. Spiel gegen Mutterhexe. Die Mom-Hexe jetzt. Gut, die hat den Spark jetzt nicht, aber. Er ist auch so schlecht. Er setzt einfach eine Hexe in eine Mutterhexe rein. So schlecht ist er. Boah, ich kann nichts machen. Ja, ja. Wie das aussieht. Da kommen noch mehr, Junge. Spark hier hinten. Und dann hast du die Skami. Setz einfach in den Giant gleich. Genau. Gut, Tornado an sich. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ich habe ihn doch schon aufgehalten. Ich hab alles richtig gemacht. Ich habe es übel gerockt. Trotzdem setzt er sich weiter durch. Ja. Das ist Level 11, Level 12. Skami predict mit meiner Skami. Das war nicht schlecht, aber... Oh, er fällt sein Zap. Er fällt sein Zap. Du hast so eine Chance jetzt. Er hat zwar Feuerball, aber vielleicht ist er dumm. Also er ist so oder so dumm, aber... Nee, schade. Das Game war auch wieder Pain, Mann. Holy shit. Oh, vielleicht? Schade. Aber du bist immer noch dran, das ist das Gute. Damit musst du halt leben mit den Leuten. Ja, zwei hintereinander schon hart, du. Ja, zwei hintereinander ist schon hart abfuck, aber du darfst dich nicht brechen lassen. Das ist das Wichtigste. Sie dürfen dich nicht brechen. Überlevelt, Stream Sniper, überlevelt, Stream Sniper. Mein Turm kann ich nochmal töten, ich muss noch die Mutterhexe einsetzen. Jetzt ist halt echt. Die braucht einfach 10 Hits. Ja, okay, dann ist für heute durch, ne? Wieder ein Stream-Sniper, der sich droppen lassen hat. Ist das so? Also, er hat halt. Ja. Ich weiß nicht, ob die sich alle droppen lassen. Ich glaube, die sind einfach. Guck mal in sein Profil rein, gleich nach dem Game. Aber du kannst davor jetzt. Oh, wenn du da Agent reinbekommst! Krieg ich nicht, ich hab nicht ready, aber den hab ich. Okay, auch gut, passt. Hauptsache der Fischer stirbt. Okay, was hat er jetzt noch? Mini-Pack. Okay, du hast aber Sparky. Wenn er jetzt keinen Zap hat. Okay, du bist. Kite ihn. Okay. Kann ich nicht. Nee, du? Nee, wir machen so und so. Auch gut. Ja. Okay, ihr seid eben vom Elixier. Was ist? Gott, das Holz hab ich gerade getötet. Ja. Sparky hinten. Okay. Sparky hinten, genau, ist eine Option, ja. Da würde ich an deiner Stelle jetzt gleich wieder schleunigst den E-Giant davor bekommen. Weil der wird den Fischer spielen. Warte noch kurz. Jetzt? Ja, perfekt. Und jetzt den Dings wegziehen von mir, den Elektromagier, ne? Ja. Zieh den rein. King Tower angemacht? Nee. Was? Nein.
Ja, scheiße. Wieso kann man den nicht wegziehen? Vier Level über mir, beziehungsweise fünf, die Fledermäuse. Sparke hinten. Bringt auch nichts. Gegen Hunter kann man mit E-Giant, das ist der einzige Hardcounter irgendwie. Ja, ist schon eine gute Karte. Mini-Pack halt auch. Ja, wieso hat er beides? Und dann noch E-Wizard. Und jetzt könntest du eventuell, wenn du jetzt einen guten Holzfäller setzt, setz mal den Holzfäller in den Sparky wieder rein. Er wird den E-Bus bringen. Er wird den E-Bus 100% bringen. Holzfäller ist da. Nice. Du könntest eventuell mit dem Push, wenn du jetzt einen guten Nado spielst. Das hab ich gesetzt. Skelette, Skami. Voll verklickt. Guck dir die Scheiße an. Nicht zu fassen, oder? Boah. Hartes Brot, Alter. Dreimal gegen Maxed Out hintereinander. Du hast dich jedes Mal nicht schlecht geschlagen. Wenn die Leute kommen mit zwei Karten Level niedriger, gewinnst du easy. Das ist halt das Geile daran. Wenn man da irgendwas dran geil ist. Season Bestleistung 5200 diese Season. Ja, siehst du, der ist nämlich einfach scheiße. Der hat sich nicht droppen lassen, der ist so schlecht. Maximal 7-6. Ja. Der ist Maxed Out mit einem Hunter 13, der kriegt 5 hin. Hart. Na gut, ist auch noch Counter-Deck. Hätte ein anderes Deck, hätten wir gewonnen. Richtig. Okay, ich hab nichts, hab keine Skeleton-Abi, kein Tornado, kein Selbst. Okay, das ist nur Level 10, das macht nicht so viel. Turm halt weg, ne? Wegen falscher Starterhand. Nee, also ich bin auch. Geh Giant vor. Okay. Das ist guter Damage. Das sind 3-4. Mehr sogar noch. Die Muskeltin stirbt einfach noch. Let's go. Sauber. Jetzt einfach Skami rein. Okay. Also ich würde da immer auf die Skami warten, weil der One-Shot den halt nicht und der kommt der Turm. Was jetzt holst du da noch vor? Kannst du machen, ja. Dann selbst du das? Na, jetzt noch das Geld nach mir bin ich. Ja, das war's. Da sind wir jetzt aber heute auch raus, ne? Wie? Oder? Du wirst doch am Gewinnen. Hä? Ich bin am Gewinnen? Du hast nichts gegen Agent außer Prinz. Das ist sogar vielleicht noch okay. Ihr seid eben vom Elixier, er hat deinen Turm noch nicht und du hast deinen Turm Half-Life. Das ist übel nice. Ja, aber. Ich hab keine Overleveling-Karten richtig, also nicht so krass. Ist schon sehr bitter, aber. Ja, Nado den mal an oder spielst Skami, beides gut. Gut. Okay. Jetzt kannst du. Da kannst du Skami reinspielen. Jetzt muss er dann noch Bats drauf spielen. Könntest du Mutterhexe predikten auf rechts? Na, okay, setz Skami. Mutterhexe. Musketieren. Ja, Sparky, gut. Hat auch stark gesetzt. Feuerball. Holz reichen nicht. Okay, Holz reicht jetzt Holz. Okay, glaube ich. Ich glaube, es kommt aufs Level an. Schwierig zu sagen. Wir gehen rein, Risk. Oh, smart. Ja, ist gut. Ja, das ist Prinz. Holz reicht nicht. So gut. Er muss aus Kami spielen. Oh, ja. Ja, wichtig, Digga. Der Prinz wird sterben und du hast deinen Turm. Er hat kein Holz, wir gehen rechts rein. Oh, das war ein bisschen risky jetzt, aber. Er hat Fledermäuse, ich kotze. Spielen wir die Bats drauf, deine Mutterhexe. Genau, gut. Nadest du noch? Hättest du da die Skami gehabt, wäre alles gut gewesen. Aber. Sparke hinten, genau. Dann spielst du den Holzfäller gleich rein. Du musst ihn noch deffen, ne? Du musst ihn tieren. Jetzt nichts mehr da rein erstmal, weil er hat Feuerball. Oh, er misst. Nice. Pass auf wegen. Oh, nice. Wichtig und richtig. Und das ist der Turm. Du hast gewonnen, Max. Let's go. Sauber, Digga. Richtig Alter, schön. Holy shit. Ich hasse ihn. Ich finde mich, oh Gott, hasse ich ihn. Ohne Witz. Ey, das ist ganz gefährlich, Mann. Wäre das jetzt irgendwie auf dem Offline-Event auf der Gamescom oder so, egal wie das wäre, ich hätte ihn einfach so heftig in die Fresse geschlagen. Ich wäre von der Gamescom geflogen, obwohl ich wahrscheinlich gebucht wäre, so,
Der Partner, der mit mir zusammengearbeitet hätte, würde nie wieder jemals mit mir zusammenarbeiten, weil ich einfach vor dem Stand bei der Messe einfach einen 17-jährigen Zuschauer einfach böse in die Fresse geschlagen hätte. Und ja, das wäre halt fatal. Also ich darf niemals offline auf irgendwelchen Events Clash Royale spielen. Ich bin so sauer, Alter. Ist das normal, dass man so sauer wird bei Clash Royale? Es ist normal, ja. Es ist normal. Es ist definitiv aber normal. Aber so sauer. Ja, so sauer wirklich auch, ja. Schon wieder gegen Justin free to play. Gib dir wieder einen free win. Gib dir mir einen free win? Er gibt mir einen fucking free win. Es gibt sie noch, diese Ehrenmänner, es gibt sie noch. Die sind nicht ausgestorben. Der war schon mal. Jetzt zweimal geschafft. Warum ist denn das so leicht? Ja, es ist in der Tat nicht so schwer. Übel smart, den Holzfäller vorzuschicken als Tank, wenn einer auf K ist und nicht den E-Giant, weil er den Rage macht und dann bam. Ja, sehr nice. Runde. Let's go. Das war. Was glaubst du, Stream Sniper oder überlevelt? Wie bitte? Stream Sniper oder überlevelt jetzt? Jetzt kommt überlevelt. Aber Tadu. Okay. Was kann er? Er wartet erstmal. Okay. Prinzessin Bridge. Level 10. Ey, guck mal. Was, ey? Skami? Ja, wenn er nicht so dumm wäre, dann. Ja, gut, okay. Der Typ ist nicht overlevelt. Ja, ist er nicht. Wieso schiebt das Schwein die Hexe an, Alter? Ey, Junge, das Schwein. Das Schwein macht richtig Auge auf seine Erzeugerin. Oh nein. Wie viele cooler werden können. Sparky? Sparky? Ja, what the fuck? Ist nicht so richtig. Ist der Turm weg? Nein. Was machen die denn da? Sparky hat sich andere Lane geschossen. Das ist richtig gut für dich. Setz gleich den Agent davor. Jetzt. Er hat schon zweimal daneben gesetzt. Was ist denn sein Device, Alter? Der Typ ist so scheiße, bitte gewinnen. Nee, du hast ihn nicht getroffen. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, er zieht weiter. Turm ist down, aber trotzdem super dumm. Ja, ja. Ich muss den Holzfäller spielen. Ich glaube, du musst den Turm fallen lassen. Hätte ich fallen lassen, sonst sie. Was ist das? Eismagier. Sehe ich. Wenn wir seine Hexe rausbaiten, damit wir die Mutterhexe spielen können. Okay. Er hat Zappen. Mal sehen, ob ihn diesmal trifft. Nee. Kein Interesse. Ah. Wo ist denn meine Mutterhexe? Die ist tot. Ich kotze heftig. Ist das normal? Oh, guter E-Giant spielt da noch was hinter Mutterhexe rein. Mutterhexe rein, sonst switcht er wieder so dumm Fokus. Nee, du. Scheiße. Nee, du nach hinten. Nee, du nach hinten. Ich bin zu sauer, ich kann nicht richtig spielen. Skami? Alter, er zappt halt auch. Big Spin? Was? Das war der schlechteste Spieler des Tages. Boah, ey. Das war der schlechteste Spieler des Tages. Alter, das sind wir durch. Ich keine Probefehler. Seit 4 Stunden Clash Royale ist durch, Luft ist raus.
Ich bin zu sehr gebrochen von den Hardcore-Überlevelten und den Stream-Sniper mit den Counterdecks. Alright. Aber wir kamen weit heute. Wir kamen weit. Wir haben den Rekord gebrochen. Ja, wir waren Platz 1 im Clan. Ist dann. Wir waren fucking Platz 1 im Clan, darum geht's. Jeden Tag, man muss echt jeden Tag Clankrieg machen, das gibt ja richtig, richtig viel, ne? Ja, das Gold. Steht hoch, das stimmt, ja. Und jeden Tag die Sachen im Shop kaufen, die man braucht. Ja, das macht, Digga, die macht schon echt gut Spaß, die Challenge. Bis Level, bis ein paar Sachen Level 11 hast, weil von 12 und dann von 12 auf 13 dauert eine Milliarde Jahre. Ja, das stimmt. Ja. Geil.